Ja, warum nicht direkt ein Date im Weltraum? Warum nicht auf dem Eiffelturm treffen? Warum nicht direkt beim Fallschirmsprung in der Luft heiraten oder unter Wasser heiraten? Was ein Brimborium für so ein erstes Date. Hi, mein Name ist Peter Frahm und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Die Matrix in Action, der Show, in der ich unsere immer absurder werdende, gehirngewaschene Gesellschaft kritisch unter die psychologische Lupe nehme und unsere soziale Programmierung, von mir symbolisch auch Matrix genannt, ja, im Grunde genommen mit ordentlich Sarkasmus ordentlich auseinandernehme. Denn Bewusstsein schafft Veränderung und um in verwirrenden Zeiten wie heute ein sinnvolles menschliches Wesen sein zu können, das eher Teil der Lösung statt Teil des Problems ist, ist es eben von entscheidender Bedeutung, über den Bullshit, der hier in Wirklichkeit abgeht, gut Bescheid zu wissen. Bullshit. 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 Und ich beleuchte auch genau, was das Ganze mit eurem täglichen Leben zu tun hat und ja, warum so gut wie jede Sekunde von diesem Thema beeinflusst wird. Also, los geht's und zwar heute mit einer klassischen Filmanalyse zum Thema Dating, Flirten, Liebe und Beziehungen und vor allem, was für einen gefährlichen Quatsch wir da von den Medien von Kindesbeinen an reingeballert bekommen. Also, los geht's und zwar heute mit dem Film Hitch, der Date-Doktor von 2005 mit Will Smith und Eva Mendes in den Hauptrollen und Kevin James von King of Queens ist auch noch dabei, ja, der eine witzige Rolle spielt. Und dieser Film ist aus meiner Sicht ein absolutes Paradebeispiel für einen guten, schlechten Film oder einen schlechten, guten Film, ja, wie man es auch drehen will, der relativ gut anfängt, auch viele Wahrheiten beinhaltet, aber sich im letzten Drittel gegen Ende hin einfach komplett selbst um die Ohren fliegt und immer absurder wird. Vor allem die Schlussszenen, ja, da kommen wir nachher noch zu, also wirklich total durchgeknallt. Und der bewirkt, dass die Leute einfach immer gehirngewaschener und verrückter werden. Ja, und manche sagen jetzt vielleicht, naja, meine Güte, ist doch nur ein Film, aber das ist nicht nur ein Film. Ja. Filme haben extrem viel Einfluss, generell die Medien haben extrem viel Einfluss auf unser Unterbewusstsein, auf unser Weltbild. Ja, woher haben wir denn größtenteils unser Weltbild? Ja, vom Umfeld und von Medieneinflüssen. Also das ist nicht nur ein Film, sondern das hat einen riesen Einfluss auf uns. Vor allem, es ist ja nicht der einzige Film, der so drauf ist und am Ende komplett in die Matrix abdriftet, sondern es gibt ja Hunderttausende davon. Aber wie gesagt, insgesamt habe ich nichts gegen Filme. Es gibt coole Filme, es gibt coole Filmszenen. Film generell als Medium könnte auch dazu dienen, ja, zur Bewusstwerdung der Menschheit beizutragen. Aber meistens ist es halt Matrix-Blödsinn. Aber gute Filme sind zum Beispiel Matrix, Teil 1 selbst natürlich. Ja, Fight Club hat gute Elemente. Peaceful Warrior ist ein schöner Film. Ja, ein bisschen naiv teilweise, ein bisschen übertrieben spirituell, aber trotzdem nette Konzepte mit drin. Also Film könnte dazu beitragen, die Menschheit so ein bisschen mehr zum Aufwachen zu bewegen, aber wie gesagt, meistens driftet es in die Matrix ab. Und das hier ist ein Beispiel von ganz komischen Doppelbotschaften, ja, dass die Hälfte irgendwie ganz gut ist und Sinn macht und dann auf einmal völlig abstruser Bullshit mit drin ist, wo man sich denkt, wer zum Teufel hat sich diesen Käse ausgedacht? Bullshit. Und hoffentlich gucken sich das keine Jugendlichen an, die das dann glauben und dem auch noch nacheifern. So, dann legen wir mal los mit dem Inhalt und zu der Szene hier auf Ellis Island, wo sie in diesem Museum sind, da kommen wir später noch zu. Generell fängt der Film meines Erachtens ziemlich gut an. Also die ersten Szenen haben direkt Power, ein cooles Lied dabei, der Soundtrack ist generell ziemlich gut. Und es kommen am Anfang vor allem auch ein paar interessante Aussagen, ein paar interessante Zitate, die sogar ein bisschen abseits des Mainstreams sind und ein bisschen politisch inkorrekt, aber halt eher der Wahrheit entsprechen, meines Erachtens. Und zwar eine Szene, die für mich rausgestochen hat, ist die Szene mit ihm hier. Also zur Erklärung, er ist hier so Flirtcoach, Date-Doktor und hilft halt den schüchternen Typen, wie sie an Frauen kommen. Und er ist halt einer der Klienten. Und dann hat er ihm gesagt, hier, brezel dich mal auf, kauf dir einen Anzug, ihr geht ins Museum oder in irgendeine Ausstellung und kauft dir mal neue Klamotten und schicke Schuhe und so weiter. Und dann hat er das gemacht. Und der Herr Schmidt sagt dann, Mensch, cool, neues Outfit, neue Schuhe. Und dann sagt er, naja, ob das aber so wirklich mein Ich widerspiegelt. Und dann sagt der Herr Schmidt, dein Ich ist im Moment ein ziemlich fließendes Konzept. Ja, oder dein Ich ist zurzeit ein sehr, sehr fließendes Konzept. Und das ist psychologisch gesehen eine ziemlich sinnvolle Aussage, die nicht nur auf diesen Moment hier zutrifft oder auf diese Phase in seinem Leben hier zutrifft, sondern die generell auf Menschen zutrifft, dass die eigene Identität eben nicht in Stein gemeißelt ist, sondern mit ein bisschen Arbeit verändert werden kann. Ja, und mit dem Glauben daran, dass es geht, sich zu ändern. Das heißt, wenn der Film hier nur aus solchen, meines Erachtens, sinnvollen Szenen bestehen würde, dann würde ich den genauso empfehlen wie halt, ja, was ich eben gesagt habe, Matrix oder Peaceful Warrior. Aber wie gesagt, im Laufe des Videos hier wird noch klar, dass es nicht so bleibt auf dem Level. Dann gibt es noch zwei, drei andere Zitate am Anfang des Films, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar sagte Herr Schmidt, keine Frau wacht morgens auf und sagt, Gott, ich hoffe, ich werde heute nicht im Sturm erobert. Das spielt so ein bisschen darauf an,
dass die Frauen halt oft sagen, na, ich habe im Moment keine Zeit, ich muss mich um meine Karriere kümmern, deshalb können wir uns jetzt nicht auf einen Kaffee treffen und kein Date haben und so weiter. Und dass er praktisch sagt, ja, die Frauen, wenn sie kein Interesse haben, dann labern sie halt rum und erfinden irgendwas, anstatt einfach zu sagen, sorry, ich habe kein Interesse. Die Wahrheit ist allerdings, dass die allermeisten Frauen, egal wie viel sie jetzt gerade um die Ohren haben oder wie sie sich auch noch so auf ihre Karriere konzentrieren wollen, trotzdem halt, wenn ja, der Traumtyp, in Anführungsstrichen natürlich, wenn der vorbeikommt, dass sie dann trotzdem sich dafür noch Zeit nehmen und sagen, also naja, okay, für den habe ich dann doch Zeit. Und dazu gibt es ja auch den schönen Satz, wenn du als der richtige Typ auftauchst, dann sind die Frauen bereit, alle ihre selbstgemachten Regeln über Bord zu schmeißen. Und ja, in der Regel ist es auch so. Dann die nächste Aussage von Herrn Schmidt ist, ohne Fleiß und ohne Flair kriegt man keine Frau. Das ist so ein bisschen zwiespältig, weil es könnte ja auch heißen, ja, du musst kämpfen, du musst viel Flair haben, du musst der Held vom Erdbeerfeld sein, du musst Kaninchen aus dem Hut ziehen beim Date. Das kommt auch später noch, ja, da werden teilweise Elefanten aus dem Hut gezogen für so ein Date. Aber trotzdem kann ich der Aussage generell einigermaßen zustimmen, denn ja, ein bisschen Fleiß muss halt sein und ein bisschen Flair muss auch sein. Man muss halt ein bisschen an sich arbeiten. Einfach nur, ja, sei doch einfach du selbst, wenn du selbst aber halt eine völlig programmierte Version von dir ist, die nicht viel mit dir zu tun hat, sondern aus Umfeld- und Medieneinflüssen zusammengeschustert ist. Das heißt, von dir ist da nicht so viel drin. Dann bringt das halt nichts, demjenigen zu sagen, ja, sei doch einfach du selbst. Was teilweise hier in dem Film später schwachsinnigerweise aber wieder passiert. Deshalb, ohne Fleiß und ohne Flair kriegt man keine Frau. Ja, je nachdem, wie es gemeint ist. Wenn es heißt, ja, kämpf um die Frau und sei der Held vom Erdbeerfeld, dann finde ich es eine bescheuerte Matrix-Aussage. Aber wenn es heißt, ja, arbeite ein bisschen an dir und versuch dein Bestes selbst auszuprägen und zu kreieren, dann stehe ich da dahinter. Und dann gibt es noch so eine richtige Matrix-Aussage, die am Anfang mit dazwischen gemixt ist. Und das ist generell das Problem bei Filmen, dass manche Szenen halt so ganz sinnvoll sind. Und dann denkt man, ja, ganz guter Film, okay, davon kann ich was mitnehmen und was implementieren. Und dann wieder völlige Bullshit-Szenen dazwischen, wo man eigentlich sagen müsste, um Gottes Willen, was ein Käse, wer hat sich denn das ausgedacht? Aber so ist das halt, ja, immer so ein Hin und Her. Und bei Kindern ist das zum Beispiel so, wenn du da Doppelbotschaften als Eltern sendest und dem Kind morgens dies und das vorlebst oder sagst und nachmittags das Gegenteil davon und dafür dann Lob und Anerkennung gibst, ja, dann wird das Kind irgendwann total durchgeknallt. Und das passiert halt bei Filmen ununterbrochen. Und ich hoffe, dass ich das mit dem Video hier ganz gut unter Beweis stellen kann. Und zwar die Aussage ist, 8 von 10 Frauen glauben, dass der erste Kuss ihnen alles über eine Beziehung sagen wird, was sie wissen müssen. Bullshit! Ja, was ein Bild-Zeitungskäse. Denn auch aus den allertollsten Küssen sind schon die lausigsten Beziehungen entstanden und umgekehrt. Also absoluter Blödsinn. Klar, wenn du jetzt überhaupt nicht küssen kannst, dann hat die Frau natürlich danach keinen Bock mehr auf dich. Aber es gibt halt auch absolute Vollidioten, die gut küssen können. Und vor allem wird mit dem Blödsinn hier natürlich auch der erste Kuss komplett glorifiziert und damit auf ein Podest gehoben, wo er nicht hingehört. Denn für viele Frauen, ja, wenn die abends im Club unterwegs sind und ein bisschen was getrunken haben, da ist jetzt ein bisschen rumknutschen, ist jetzt nicht nichts wahnsinnig Besonderes, ja. Und wir Männer haben dann aber immer den riesen Bammel, also immer ist übertrieben, aber viele von uns haben dann oft einen riesen Bammel vor dem ersten Kuss und denken, ach, jetzt habe ich sie geküsst und oh Gott, wie wird das? Und die Frau erzählt ihrer Freundin im Nachhinein, ja, da habe ich mit irgendeinem Typ rumgeknutscht. Ja, ich habe auch schon von der Freundin gehört, da sind wir abends weggegangen und dann sagt die, heute Abend will ich knutschen. Also es ging jetzt gar nicht so darum, ja, wen lerne ich da kennen, sondern ja, irgendein cooler Typ wird ja da sein und da kann man ein bisschen rumknutschen heute Abend. Was aus meiner Sicht nicht verkehrt ist natürlich, aber der Typ wird sich wahrscheinlich aufgrund von so Filmen hier, die er von Kindheit an reingeballert bekommen hat, sich denken, oh Gott, ich habe sie geküsst und der erste Kuss und wann steht denn endlich die Hochzeit an und bla bla bla. Ja, und wundert sich dann, warum sie nicht auf die SMS antwortet, wenn sie denn die Handynummer rausgegeben hat, weil es für sie halt nur ein bisschen rumknutschen war. Und das heißt auch nicht, dass alle Frauen so drauf sind, aber viele sind halt so drauf. Und wenn man dann so ein Heckmeck um den ersten Kuss macht, anstatt einfach zu sagen, ja, war richtig cool, war ein cooler erster Kuss, aber das heißt noch lange nicht, dass da jetzt die große Beziehung draus wird und mal gucken, ob sie sich überhaupt meldet. Das heißt, da empfehle ich ein bisschen realistischer zu sein und nicht so ein Brimborium, nicht so ein Geschiss, um diesen ersten Kuss zu machen. So, und dann kommt die nächste interessante Szene, relativ am Anfang auch noch, in der Herr Schmidt mit ihm unterwegs ist, ja, ich glaube, ich von der sein Schwager ist es, glaube ich, der Mann von der Schwester von ihm. Und das ist der Schauspieler Michael Rappaport, ja, guter Schauspieler, hat auch schon in guten Filmen mitgespielt, zum Beispiel Copland, was ich auch als ziemlich guten Film ansehen würde, ist mit Robert De Niro und Sylvester Stallone in seiner wahrscheinlich besten Rolle. Das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich empfehlen kann. Das ist ein ernsthafter Film, ja. Sicherlich, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, fällt mir sicherlich auch ein bisschen Matrix-Käse hier und da auf, aber das ist trotzdem ein sehr guter Film. Und der ist nur in dieser Szene hier zu sehen. Also das ist die einzige Szene, in der er vorkommt. Und der hält dem Will Smith dann,
ja, so eine Predigt sozusagen über die Ehe. Weil er war dann früher mit dem Hitch unterwegs und dann haben sie Frauen aufgerissen und dann sagt er jetzt, ja, Gott sei Dank bin ich verheiratet, weil dieses Frauenaufreißen, das war ja armselig. Ja, pathetic, sagte er dann auf Englisch. Ja, das ist irgendwie so, ja, seelenlos und leer und pathetic. Das, was man halt vom Umfeld immer erzählt bekommt, wenn man jetzt keinen Bock auf eine feste Beziehung hat, so, oh Gott, das ist ja unmoralisch und so weiter und so weiter. Ne? Und dann in der nächsten Szene, ja, eine Sekunde später, kommen hier die zwei Ischen rein. Und an der Stelle vielleicht ein bisschen nutzloses Wissen, was meines Erachtens nie schaden kann. Und zwar, das hier ist Rebecca Mader, die eine ganz, ganz gute Schauspielerin ist, ja, später auch bei Lost mitgespielt hat, hier aber keinen Satz zu sprechen hat, sondern nur so nebenbei auftaucht. Und das ist Paula Patton. Das ist die allererste Rolle von ihr. Die kommt gleich noch, also die darf dann auch was sagen, aber das ist der erste Auftritt von ihr. Das ist sie und sie ist später mit Herrn Cruise bei Mission Impossible 4 unterwegs gewesen. Er hat da einen ganz interessanten Auftritt gehabt und ist auch lange Zeit die Ehefrau von Robin Thicke gewesen. Ja, kennt ihr vielleicht den Musiker Blurred Lines? Und die beiden haben sich in 1991 oder sowas in Los Angeles kennengelernt, als sie 16 und er 14 war, sind dann 2 Jahre später zusammengekommen, 20 Jahre verheiratet gewesen und haben sich in 2015 dann scheiden lassen. Ja, sie hat die Scheidung eingereicht, haben auch ein Kind zusammen, ich glaube ein Kind. Und das frage ich mich zum Beispiel immer, warum wird in Hollywood so viel geheiratet? Also die Scheidungsrate bei Hollywood-Stars ist, glaube ich, irgendwas um die 90%, noch höher, als es in der restlichen Gesellschaft so ist. Und die Stars zum Beispiel, die verlieren ja Millionen, ja, die verlieren ja Millionen an Dollar durch so eine Scheidung. Und mir ist es absolut ein Rätsel, warum die dann das 7. Mal und das 8. Mal verheiratet sind und anscheinend nicht draus lernen. Und wie oft liest man auch, wie kurz die nur verheiratet sind teilweise. Ja, dass sie sich teilweise so 2 Wochen kennen, dann heiraten und überraschenderweise im nächsten Jahr wieder scheiden lassen. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also wieder zurück zur Szene, ja. Die beiden kommen rein und er glotzt dann so richtig hinterher und hat ihm gerade die Standpauke gehalten, wie armselig er doch ist und so weiter und dass er ja viel moralischer unterwegs ist und glotzt aber so richtig hinterher und man merkt so richtig, dass er das vermisst, halt auch mal wieder eine Frau kennenlernen und ein bisschen rumflirten und so weiter und dann sagt er ihm halt, ja, also ich merke es, total armselig, wirklich pathetic. Und dann sagt er noch zu ihm so, willst du, dass ich die für dich anspreche? Soll ich die hier rüberholen? Und er sagte, nee, 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 nee. Und dann sagte er so, ich gehe jetzt dahin und schleife die mit in meine Bude und quatscht, die Paula Patton quatscht sie dann hier an. Und die steht, das ist eine ganz, ja, ist es eine gute Szene, ist es eine Matrix-Szene oder nicht? Wieder gemixt, wieder so eine gemixte Botschaft. Das heißt, sie steht umzingelt von ein paar Typen, ja, in so einer Gruppe. Und der Will Smith geht dann halt hin, drückt ihr $20 in die Hand und tut so, als wäre sie eine Bedienung und sagt, hier, Schätzchen, bitte dies und das, den und den Drink nach da hinten hin und haut dann einfach ab und sie geht ihm dann aus der Gruppe raus hinterher und sagt, hier, du Arsch, ich arbeite hier nicht. Und dann sagt der Will Smith, ja, weiß ich, wusste ich, dass du hier nicht arbeitest, aber wie hätte ich dich denn sonst von den Typen weglotsen sollen? Und dann reagiert sie positiv und sagt, ja, warum würdest du das tun? Und er sagt dann, keine Ahnung, warum wohl? Und dann gucken sie sich, ja, gucken Sie sich ganz nett an, ganz nett in die Augen und dann, ja, ist das eine gute Szene, ist das eine Blödsinnszene? So halb, es ist wieder ein bisschen Kaninchen aus dem Hut ziehen und das spektakulärste Ding unter der Sonne abziehen. Man muss auch nicht krampfhaft jede Frau anquatschen, aber ja, trotzdem ganz nette Szene, ganz nette Idee. Und dann kommt aber wieder ein ganz sinnvolles Zitat und zwar kommentiert er aus dem Off. Ja, dann gucken die beiden sich so an und grinsen so ein bisschen, ja, und gucken sich tief in die Augen, ganz, ganz nette Szene. Und dann kommentiert er aus dem Off. So in der Richtung, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, aber er sagt sowas in der Richtung wie, manche Männer haben ganz, ganz intuitiv, erzeugen die ein behagliches Gefühl beim anderen Geschlecht. Ja? Sie mögen Frauen, Frauen mögen sie, alles fließt ganz natürlich. Ja, ich glaube, sowas in der Richtung sagt er. Ja, sinnvoller Satz, das beschreibe ich ja immer, wenn ich vom Vibe spreche, also von der Energie, die du ausstrahlst, wie du rüberkommst. Und das wird halt von deinem Innenleben gesteuert. Das heißt, dein Flirt gegenüber, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, merkt, wie du dich innerlich fühlst. Ja, da kannst du noch so gut schauspielern, die meisten merken das. Und das bezieht sich nicht nur auf das Thema Flirten, Beziehungen und so weiter, sondern auch auf das Thema Business. Da ist es auch sehr, sehr entscheidend, wie deine innere Einstellung ist. Also er hat das mittlerweile wohl ganz gut drauf. Und dann kommt eine Überleitung in eine ziemlich gute Rückblende, die ziemlich effektiv ist und auch matrixfrei größtenteils ist, meines Erachtens, beziehungsweise die Matrix sogar ganz gut beschreibt. Und zwar sagt er, früher habe ich nicht dazugehört. Das heißt, da kommt eine College-Rückblende, wie er der Obertrottel war früher. Und ihr seht es schon an den Klamotten. Ja.
Ja, hier das Hemd halb raus, der Klassiker von früher, das Hosenbein hochgekrempelt, das schrecklichste Hemd unter der Sonne. Und er sagte irgendwie, einige Geschlechtsgenossen von mir hatten das ganz intuitiv verankert, aber im College gehörte ich auf jeden Fall nicht dazu oder sowas in der Richtung, ne? Und die Rückblende ist wirklich ziemlich gut. Und ja, da fallen ihm natürlich trottelig, wer ist die Bücher runter, anstatt die einfach aufzuheben, kniete sich dann dahin, ja, damit sie dann natürlich auch, die große Jugendliebe kommt jetzt, ja, damit sie dann natürlich auch hier die Treppe runterschreiten kann und er unter ihr ist. Ja, dann kommt sie halt anmarschiert und ihr seht schon, die Frau hat schon mal ein Fitnessstudio von innen gesehen. Und er dann das Kaninchen vor der Schlange, ja, weil sie halt ganz gut aussieht, ist direkt verliebt. Das Hemd ist auch der Knaller. Also das haben sie wirklich, ist zwar übertrieben, ja, aber das haben sie ganz gut gemacht, dass sie so praktisch von ihm halt hier, ihm fallen die Bücher runter, er ist trottelig, die Körpersprache ist gut, die er da macht, er hampelt da rum. Ja, so das Gegenteil von der James Bond Körpersprache. Also das haben sie ganz gut gemacht, dass sie praktisch alle Nice Guy Eigenschaften in diese 15 Sekunden hier reingebracht haben. Ja, dann ist er direkt total verliebt, himmelt sie an. Trottelige Körpersprache, trottelige Mimik und Gestik. Und natürlich hier den obersten Knopf dann auch noch auf jeden Fall zu, damit keiner auf die Idee kommt, dass du vielleicht ein lockerer Typ sein könntest. Ja, und dann gibt er ihr verkrampft, so verkrampft die Hand und lacht so albern dabei. Und dann ist Schnitt. Wie sie dann, warum auch immer, zusammengekommen sind. In echt wäre es wahrscheinlich nicht passiert, aber gut. Hier ist es halt so, sind dann zusammengekommen und sind dann irgendwie, keine Ahnung, wo sie da sind und knutschen ein bisschen rum. Und er sagt dann, ich liebe dich. Ja, wahrscheinlich beim dritten Kuss oder beim ersten Kuss, ich weiß es nicht. Ja, das wird nicht gezeigt. Auf jeden Fall, er sagt viel zu früh, ich liebe dich. Ja, und ist dann wie so ein offenes Buch und hat seine Emotionen auf der Zunge und haut einfach raus. Und das ist ja der Klassiker, dass man halt, wenn man jugendlich ist und zu viele Filme gesehen hat, von dem Kaliber hier auch, dass man dann total gehirngewaschen ist und denkt, man müsste der Frau innerhalb der ersten 3 Minuten klar machen, dass man sie liebt. Ja, und sich reinsteigern in das Ganze, sich abhängig machen davon und so weiter. Und das ist das Gute an der Szene hier, dass die Szene das so ein bisschen, ja, persifliert will ich nicht sagen, aber so ein bisschen aufzeigt, ja, wenn du so drauf bist, dann vergraulst du die Frauen damit. Und andersrum genauso. Das heißt, wenn die Frauen so abhängig von den Männern sind oder so abhängig sich machen von denen, dass sie damit dann die Männer auch verkraulen. Ja, und er sagt ihr dann, ja, ich liebe dich. Und sie wird dann unsicher, weil sie ihn halt nicht liebt, sondern ja, sind halt einfach irgendwie zusammengekommen, ist halt noch was Jugendliches, ne? Und sie sagt dann so unsicher, ja, ich liebe dich auch, Alex. Bullshit. Dann küssen sie sich wieder und dann fängt der Will Smith an zu labern und sagt, ja, ich weiß, dass du mich nicht so viel liebst, wie ich dich liebe, aber ich bin ja froh, dass du mich überhaupt liebst und bla bla bla. Ja, also übertreibt es total und sie wird schon genervt davon. Und dann kommt wieder der Kommentar aus dem Off von ihm, wie er sagt, rückblickend bin ich es vielleicht ein bisschen zu forsch angegangen. Und ja, die Quintessenz dafür, ja, die Strafe dafür, wenn du zu abhängig dich machst von irgendwas, ist, dass du es verlierst. Und das ist die nächste Szene dann direkt. Wie sie halt im Auto mit einem anderen hier rumknutscht, er kriegt's mit. Ist ein bisschen klischeehaft so im Regen und so weiter, aber ist trotzdem eine sinnvolle Szene, weil es halt verdeutlicht, was passiert, wenn du dich zu abhängig vom anderen Geschlecht machst. Und was ich noch ganz gut finde an der Szene ist, dass er hier nicht einfach da steht und dann abhaut und heulend in der Nacht verschwindet, so ungefähr wie der sterbende Schwan, sondern dass er halt endlich mal wütend wird dann und dann so an die Scheibe haut und sagt, Cressida! Also Cressida ist ihr Name, ja? Haut so an die Scheibe und sagt, Cressida! Also unterbricht die dabei. Ja, immerhin. Das ist zumindest authentisch, ja, wenn er dann mal wütend wird, dann der Wut auch mal ein bisschen Raum geben. Ja, was nicht heißt, dass jetzt andere Leute da anschreien sollst und so weiter, aber ihr wisst ja, wie ich es meine in der Szene. Und sie erschreckt sich dann, dreht sich rum, macht die Scheibe runter und er rastet halt ein bisschen aus und sagt, ja, was machst du da? Was habe ich falsch gemacht? Sag mir doch bitte, was es ist, was habe ich falsch gemacht? Also, ja, kämpft sich noch mehr rein und da merkt man halt so richtig die Abhängigkeit. Und sie sagt dann glaubhaft, sagt, ja, Alex, es tut mir wirklich leid, Alex. Und das ist halt die Frage, ist jetzt die böse Fremdknutscherin die böse Fremdgeherin oder hat er es mit seiner Abhängigkeit mit verursacht? Ja, also es gehören immer zwei dazu. Wenn du dich so abhängig von der Frau machst oder wenn du dich als Frau so abhängig von dem Mann machst und ihm innerhalb von 3 Minuten dann die große Liebeserklärung machst, dann ist es kein Wunder, dass derjenige Reis ausnimmt. Aber so ist das. Das ist der Lernprozess als Jugendlicher, dass das so nicht läuft. Ja, das Problem ist, durch diese Filme hier, ja, durch so eine Szene hier, würde das eher gemindert werden, diese Dynamik in der Gesellschaft oder in der Menschheit generell. Aber durch den Quatsch, der später noch kommt, wird das halt extrem verstärkt. Und dann fragt er halt so hektisch, was ist es? Was habe ich falsch gemacht? Sag mir doch, was ist es? Sag mir, was ich falsch gemacht habe. Und da war ich ein bisschen überrascht. Er sagt dann,
Alter, du machst jetzt gerade alles falsch. Indem er da ja, so einen Aufstand probt und nicht versteht, warum die ihm weggelaufen ist, sozusagen. Und das fand ich eine ganz interessante Szene, weil normalerweise ist es immer so, dass die beiden Fremdgeher hier dann ihr Fett wegbekommen, ihre gerechte Strafe bekommen und er dann seine Gerechtigkeit bekommt. Aber in der Szene ist es gar nicht so, sondern ja, er kriegt eigentlich nur sein Fett weg für seine Handlung, die er vorher begangen hat, beziehungsweise für sein, in dem Fall, unentwickeltes Innenleben. Ja. Und dann macht sie, glaube ich, die Scheibe wieder hoch. Ja, und dann steht er da im Regen. Und währenddessen, die Szene wird noch, die ganze Rückblende hier wird noch begleitet von einem Lied, She Drives Me Crazy von Fine Young Cannibals. Affiges 80er-Lied im Grunde genommen, aber in der Szene gibt es irgendwie eine gewisse Stimmung, die ich wirklich ganz gut finde. Vor allem hier, dann kommt der Refrain, wie er da an die Scheibe haut, ja, mit diesem She Drives Me Crazy. Fand ich nicht schlecht in der Szene. Ziemlich effektive Rückblende. Ja, drei Szenen einfach nur, um zu zeigen, ja, was passiert, wenn du so drauf bist, wie er halt als Jugendlicher drauf war oder als junger Kerl. So, und dann kommt der nächste Haupthandlungsstrang oder die Nebenhandlung, ja, wie man es auch sehen will. Und zwar hier Kevin James von King of Queens spielt mit, spielt einen, ja, einen Versicherungsfuzzi, total trottelig, einsam, kriegt kein Bein an die Erde mit Frauen und wird ein Klient vom Hitch, weil er sie bekommen will. Und sie ist, Lecra Cole heißt sie in dem Film, ist dann sowas wie Paris Hilton, so ein It-Girl, Millionenerbin, die dauernd in der Bild-Zeitung auftaucht, wenn sie einen neuen Freund hat und so weiter, in der Klatschpresse praktisch immer auftaucht. Ja, und sie hat halt Kohle ohne Ende und das muss von einem, ja, muss verwaltet werden und er ist dann halt irgendwie mit dabei in diesem Verwaltungsteam und ist hoffnungslos bis über beide Ohren abhängig und verliebt in sie und engagiert dann halt Will Smith, um sie irgendwie zu bekommen. Da wieder die Frage, ist das jetzt Matrix-Käse, dass jeder Mann jede Frau bekommen kann? Ja, das wird auch am Anfang so ein bisschen Matrix-mäßig hier gesagt. Jeder Mann kann mit dem richtigen Flair oder sowas halt jede Frau bekommen. Naja, begrenzt. Ist halt die Frage, ob du wirklich als Paris Hiltons Steuerberater Paris Hilton bekommen kannst, falls du das denn überhaupt willst. Ich behaupte halt, dass es generell schwierig ist, wenn die Frau jetzt sozial gesehen und matrixmäßig gesehen meilenweit über dir steht, vom Status her, weil sie einfach Millionärbin ist und du bist nur ihr Steuerberater. Das heißt, da musst du schon ein cooler Typ sein und ein bisschen auf dich aufmerksam machen, um da irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen. Aber so Stories gibt es ja ab und zu, dass Stars halt Fans geheiratet haben oder ganz normale Durchschnittsleute geheiratet haben oder irgendeine Schauspielerin hat irgendeinen Kameramann geheiratet und sowas, ja, der dann sozial oder statusmäßig gesehen halt auch meilenweit unter ihr stand. Also so Stories gibt es ja ab und zu, aber deshalb ist es natürlich noch lange nicht der Normalfall und trifft dauernd zu. Und das hier ist eine ganz witzige Szene, wo er halt in dem Meeting ist, sie guckt ihn dann kurz an und er fängt dann an, Tag zu träumen, und zwar das hier. Ja, mit so blöder Fahrstuhlmusik im Hintergrund und die Golden Gate Bridge reingeschnitten, wie sie in einem alten Auto lachend die Golden Gate Bridge runterfahren. Ja, sowas mag ich immer in Filmen, wenn dann so Schnitthumor dabei ist oder irgendwelche Tagträume, so wie das bei der Serie Scrubs auch dauernd ist, dass alle 5 Minuten irgendjemand einen witzigen, absurden Tagtraum hat. So, die nächste Szene ist dann, wie der Herr Schmidt die Frau Mendez kennenlernt, das erste Mal. Und zwar, sie ist in der Bar, wird dann von ihm hier angequatscht und auch total schlecht angelabert. Er sagt dann irgendwas in der Richtung von, Sie sehen so aus wie meine nächste Freundin. Ja, der schlechteste Spruch unter der Sonne. Und was dann auch in der Szene gezeigt wird, ist, dass er überhaupt nicht zuhört. Das heißt, egal was sie sagt, er geht überhaupt nicht drauf ein. Und das finde ich wieder ganz sinnvoll, dass das gezeigt wurde, weil das bei vielen Männern der Fall ist. Ja, die hören dann einfach nicht zu und labern dann irgendwas, was gar nicht dazu passt. Also sie schickt ihn dann weg. Und gerade als er gehen will, kommt halt der Retter an. Ja, Wilhelm Schmidt kommt dann an, haut dann dem anderen Typ so auf die Schulter und tut so, als wäre er ihr Freund. Und sagt, ja, Schätzchen, sorry, dass ich zu spät bin, aber da bin ich endlich. Ja, damit der andere dann abhaut. Und dann setzt er sich hin und dann kommt das albernste Gespräch in der Geschichte der Menschheit oder zumindest in der Filmgeschichte. Das albernste Flirtgespräch zumindest. Und zwar ist es, ich kann das gar nicht mehr so wiedergeben, das ist total abstrus. Er sagt dann irgendwie, also der geht dann so komisch auf die Metaebene und sagt dann irgendwie, also theoretisch, wenn ich sie jetzt hier anquatschen würde, dann würde ich ja hier sitzen und dies und das sagen, aber dann würde sie das gar nicht glauben, weil sie ist ja so und so. Und er würde dann aber dies und das denken und versuchen, dann würde sie sagen, nee und vielleicht aber doch und bla bla bla. Ja, richtiger Bullshit. Big time, Major League Bullshit. Wo man dann merkt, okay, da hat sich jetzt beim Drehbuchschreiben halt jemand hingesetzt und gedacht, da machen wir jetzt mal was richtig Tolles, Besonderes. Anstatt einfach ein normales, realistisches Gespräch draus zu machen. Ja, dann fängt er da an, Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Und das bewirkt, ja, wenn man das immer nur sieht in Filmen, bewirkt das halt, dass Männer dann denken, ach du Scheiße, ich muss der coolste Typ unter der Sonne sein. Ich muss begeistern, ich muss 1000 Kaninchen oder Elefanten sogar aus dem Hut ziehen.
um für eine Frau interessant zu sein. Also machen sie sich praktisch damit zum tanzenden Affen und wundern sich dann, warum das nicht funktioniert, weil die Frau ja wittert, was macht der hier? Warum übertreibt der so? Warum versucht er dauernd seinen imaginären Ferrari-Schlüssel hier auf den Tisch zu legen, anstatt einfach mal normal mit mir zu reden? Ja? Newsflash, Frauen sind normale Menschen. Naja, in Anführungszeichen. Da kann ich empfehlen, guckt euch im Vergleich dazu mal die Kennenlernszene von Heat an, wo der Robert De Niro die Amy Brenneman kennenlernt. Da habe ich zum Beispiel früher als Jugendlicher gedacht, das ist ja so ein Lahmarschgespräch. Also Robert De Niro ist ein cooler Gangster in dem Film und dann das langweiligste Gespräch hier unter der Sonne. Ja, ich habe das gar nicht, weil ich immer nur so Filme hier geguckt habe, habe ich gedacht, ja, so hier muss es ablaufen. Du musst da den großen Zampano markieren und einen riesen Geschiss um alles machen. Und der Robert De Niro, wie er da hockt und sie einfach nur fragt, und hast du Spaß da dran? Und bla bla bla. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist, also so kann man ja keine Frau anquatschen. Bis ich dann irgendwann mal älter geworden bin und dieses ganze Thema hier so ein bisschen durchschaut habe und habe dann halt gemerkt, okay, das hier ist die affige Szene und die Robert De Niro-Szene ist die realistische, vernünftige Szene. Ja, guckt euch das mal an, die Kennenlernszene von Heat. Total coole, realistische, schöne Szene auch, wie sie sich kennenlernen. Und ja, weiß ich auch jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, ist vielleicht auch ein bisschen Matrix-Bullshit dabei, aber auf jeden Fall wesentlich vernünftiger, erwachsener und realistischer als dieser Kindergartenkram hier. Und dann am Ende des Gesprächs wird aber wieder was ganz Cooles und Sinnvolles reingemixt. Und zwar haut er dann mittendrin ab im Gespräch. Also belagert sie dann nicht stundenlang, sondern haut dann einfach ab. Und auch relativ selbstbewusst steht auf und sagt selbstbewusst zu ihr, okay, Sarah Milas, war nett, dich kennenzulernen, bis dann oder sowas. Bye bye und haut ab. Steht einfach auf und haut ab. Und sie guckt dann so hinterher nach dem Motto, pff, das war ja mal ein Typ. Was dann verdeutlichen soll, okay, wenn du dich nicht abhängig machst von einer Frau oder als Frau von einem Mann halt, dass das natürlich besser funktioniert, cooler rüberkommt und für den eigenen Selbstwert auch wesentlich besser ist, als wenn du dich da zum tanzenden Affen machst permanent. Okay, dann kommt aber trotzdem im Nachhinein noch die Schattenseite dieses frühen Abhauens von ihm. Und zwar, er hat ja ihren Namen rausgefunden, ja, Sarah Milas und wo sie arbeitet. Sie macht auch irgendwo so Klatsch-News, Klatschspalten-News in irgendeiner Bildzeitung. Und ja, dann stalkte sie halt und findet raus, wo sie arbeitet. Und jetzt kommt's. Also jetzt geht so ein bisschen der Schlamassel los hier. Dann kommt das Date und das ist. Also mega hanebüchen, total durchgeknallt. Und zwar schickt er ihren Postboten vorbei und in dem Paket ist dann ein Walkie-Talkie drin. Sie öffnet das. Ja, und dann fängt er an zu labern durch das Walkie-Talkie. Ja, und in 8 Kilometer Entfernung haben natürlich perfekten Empfang, obwohl die Dinger in den Nachbarraum nicht vernünftig funktionieren. Aber gut, so ist es halt im Film. Und wozu verabreden sie sich dann im Endeffekt? Ja, wahrscheinlich irgendwie zu einem netten Kaffee, irgendwie eine Stunde lang Kaffee trinken und ein bisschen quatschen und sich kennenlernen, um rauszufinden, ob man sich überhaupt mag, ob die Frau überhaupt normal ist in der Birne oder der Antichrist vielleicht ist oder ob der Typ der Antichrist ist. Ja, also wahrscheinlich zum netten Kaffee trinken, ja, und was ist es wirklich? Natürlich zum Jetski fahren. Bullshit. Was ein Affentheater. Das erste Date auf dem Hudson River, Jetski fahren, ja, für 17.000 Euro. Ja, und für diejenigen unter euch, die jetzt jammern wollen und sagen, ja, ist das eine nette Idee? Ja, das kann man ja später noch machen, aber beim ersten Date so ein Geschiss zu machen, ja, ohne zu wissen, ob die Frau wirklich überhaupt alle Tassen im Schrank hat, ja, ist absolut absurd. Und dann hat er ihr hier noch eine Sonnenbrille gekauft, ja, also hat sie hierfür wahrscheinlich 150 Dollar noch eine perfekt passende Sonnenbrille durch Zufall gekauft und Klamotten gekauft und so weiter und so weiter. Ja, warum nicht direkt ein Date im Weltraum? Warum nicht auf dem Eiffelturm treffen? Warum nicht direkt beim Fallschirmsprung in der Luft heiraten oder unter Wasser heiraten oder sowas? Also ein Riesenbrimborium fürs erste Date. Und was zum Beispiel bekannt ist, ist ja, dass Männer, die ein bisschen besser betucht sind, eher auf so Schnapsideen hier kommen und sich dann aber dauernd wundern, warum sie immer an Golddigger geraten. Ja, kein Wunder, wenn du natürlich sagst, guck mal hier, Schätzelein, ich bin einer, der Geld hat und Geld raushaut, dann denkt die Frau sich, oh, das ist einer, der Geld hat und Geld raushaut. Also ziehst du damit natürlich eher Golddigger an, die jetzt null an dir interessiert sind, sondern eher an deiner Kohle interessiert sind. Und was das für den gefühlten Selbstwert bei diesem Mann dann auslöst, ja, der zu viel Kohle dauernd für Frauen ausgibt, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Dass er merkt, okay, die sind nicht an mir interessiert, sondern nur an meiner Kohle. Deshalb, Frauen sind ganz normale Menschen, ja, egal wie sie aussehen, auch Eva Mendes hier, ganz normaler Mensch, warum nicht einfach einen Kaffee trinken gehen und fertig? Dann kommt aber wieder eine ganz witzige Szene, eine ganz, ganz lustige Szene, wo ich denke, ja, sowas könnte in echt vorkommen, das ist einfach realistisch und das ist so, ja, wieder ganz cool, wieder ganz positiv. Und bei so Szenen denke ich dann oft, das stand wahrscheinlich nicht im Drehbuch, sondern das haben die Schauspieler einfach ad-libbed, das heißt improvisiert, also sich einfach so, ja, aus dem Nichts einfallen lassen, weil es gerade gepasst hat. Und zwar sagt er sowas in der Richtung wie, ja, mit dem Baby ein bisschen vorsichtig sein hier, ja, nicht so viel Gas geben am Anfang und sie müssen ja dies und das machen. Und dann sagt sie, ziemlich witzig und herausfordernd mit so einem Grinsen im Gesicht, you know what, I'm gonna kick your ass with that baby.
oder sowas in der Richtung nach dem Motto, ja, ich trete dir in den Arsch mit dem Teil hier und gib dann Vollgas und haut einfach ab. Ja, und das fand ich eine ganz coole Szene. Wie gesagt, das finde ich eine realistische Szene. Endlich mal was Lockeres und so ein bisschen von diesem Dating-Geschiss hier weg. Ja, von diesem Heiraten auf dem Hudson River. Ja, und für die, die jetzt, wie gesagt, denken, na, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kann man nicht irgendwie was Cooles machen fürs erste Date? Da sage ich, ja, könnt ihr natürlich machen, aber mich interessiert die Matrix-Dynamik, die dahinter steckt. Dass der Mann oft denkt, dass das hier so die Matrix-Realität ist. Oh Gott, ich muss begeistern, ich muss ihr was bieten. Und da steckt ja wieder dahinter, ich bin nicht vollständig, ich bin nicht gut genug, ich reich nicht aus, sie steht über mir. Ja, dann wird die Frau aufs Podest gestellt, wo die Frau nicht hin will. Und selbst wenn das dann zu einer Beziehung kommt, ist von Anfang an schon die Rollenverteilung so klar, dass er unter ihr steht und das zieht sich meistens durch die ganze Beziehung durch und endet in einem riesen Fiasko am Ende. So, und dann ganz nette Szene, wie sie hier mit Musik über den Hudson River ballern. Und hier finde ich interessant, das hier ist nicht Eva Mendes. Ja, offensichtlich nicht. Das heißt, ist eine Stunt-Jetski-Fahrerin und das ist auch nicht Will Smith. Das heißt, da haben die beiden noch nicht mal ihre eigenen Stunts gemacht. Ja? Gut, man muss auch dazu sagen, es ist auch verdammt gefährlich, mit 27 bis 28 km/h hier über den Hudson River zu fahren, wo teilweise 9 bis 12 Meter hohe Wellen sind. Bullshit. Also, da kann man verstehen, dass ja nicht jeder seine eigenen Stunts macht. Stunts in Anführungszeichen. Und ich persönlich glaube, dass Tom Cruise, ja, da ist er schon wieder, sich wahrscheinlich im noch nicht vorhandenen Grab umdrehen würde, wenn er das sehen würde. Denn Tom Cruise ist da ein bisschen anders drauf, ja, wieder ein bisschen nutzloses Wissen. Der macht seine Stunts fast alle selbst, auch die absurdesten Stunts. Also das hier ist nicht CGI oder sowas, das haben sie wirklich gemacht. Der macht fast alles selbst. Hier sieht man es, wie er da gefilmt wird und mit Seilen befestigt ist, die dann hier natürlich rausretuschiert wurden und so weiter. Aber das hat er wie oft gemacht. Hat dann Kontaktlinsen drin gehabt und halt die Seilbefestigung, damit er da nicht runterfällt. Also der ist da offensichtlich ein bisschen anders drauf. Und wenn der nicht so verrückt wäre und bei Scientology wäre, dann wäre ich noch mehr Fan von ihm. Ja, hier hat er sich wohl fast umgebracht auch. Das war wohl irgendwie gefährlich bei Mission Impossible. Irgendwie beim ersten Teil ist das, glaube ich. Und da ist er in Dubai bei dem Gebäude dran. Also so kann es auch gehen. Aber gut, hier sieht man ja auch, hier fährt er eine Linkskurve und ja, das ist schon gefährlich. Wenn du da mit 29 km/h aufs knallharte Wasser knallst, wer weiß, was da passieren kann. Laughable, man. Und witzigerweise passiert auch was, und das ist eine ganz lustige Szene. Dann ihm verreckt dann, also ihm nicht, sondern Will Smith wirklich selbst, verreckt dann das Jetski-Teil hier. Und dann will er bei ihr aufsteigen und macht so den Fuß rüber und tritt ihr aus Versehen gegen den Kopf, haut sie von dem Jetski runter und dann braucht sie einen Eisbeutel. Also das ist die Strafe dafür, dass er überhaupt auf die lausige Idee kam, das erste Date auf dem Wasser zu verbringen, anstatt einfach einen netten Kaffee irgendwo in einem Café trinken zu gehen. So, und dann kommt die meines Erachtens beste und cleverste Szene im ganzen Film. Und das sieht man relativ selten in so einer Rom-Com, also in so einer Romantic Comedy hier, dass wirklich eine clevere, unerwartete Szene drin ist, ja, wo man als Zuschauer so ein bisschen überrascht ist oder ziemlich überrascht ist. Und das ist wirklich gut gemacht, auch richtig gut geschauspielert und dazu kommen wir jetzt. Und zwar sind sie hier auf Ellis Island und gehen dann ins Museum. Ja, hier, wer das nicht kennt, Ellis Island, hier ist die Freiheitsstatue auf Liberty Island und das ist Ellis Island und hier ist dieses Museum, da sitzen sie jetzt gerade davor und gehen dann da rein in dieses Ellis Island Museum of Immigration und dann sind sie da drin und dann hat er was vorbereitet und ja, mal gucken, ob das so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und die Szene, ja, ist ganz nett. Dann rennen sie da so ein bisschen rum und gucken sich das Museum an. Natürlich total bescheuerte Idee wieder für ein erstes Date. Erstmal Jetski fahren, ja, dann ein bisschen heiraten unter Wasser oder im Weltraum, dann noch nach Ellis Island rüber. Total absurd natürlich. Aber das ist auch Teil der Szene, warum die so gut ist. Und zwar, ja, rennen sie da rum und sind dann irgendwann. Ja, da ist die Szene jetzt. Dann sind sie an diesem Einwanderungsbuch. Und zwar gibt es auf Ellis Island wohl so ein Buch, wo die ganzen Einwanderer, die ganzen Immigranten von früher verzeichnet wurden. Und er hat dann in echter Stalker-Manier herausgefunden, ja, dass ihr Ur-Urgroßvater in dem Film, Juan Milas heißt er da in dem Film, dass er früher aus Spanien, aus Andalusien, halt in die USA über Ellis Island eingereist ist. Und hat dann hier seinen Ellis Island-Kumpel. Ja, das Date macht er anscheinend nicht zum ersten Mal da, weil, ja, das ist mein guter Kumpel Hitch, sagt er irgendwann. Auf jeden Fall hat er ihn gebeten, halt das Buch an der Stelle aufzuschlagen, an der ihr Großvater unterschrieben hat, damals, als er wann auch immer eingereist ist. Und ich muss nochmal dazu sagen, wir sind immer noch beim ersten Date, ne? Also die zwei sind jetzt nicht seit 17 Jahren verheiratet, sondern es ist das allererste Date, die kennen sich überhaupt nicht und wissen überhaupt nicht, ob sie normal sind. Ja, und das ist dann die Szene. Das Buch liegt einfach da so offen in so einem Kasten.
Der Herr Schmidt verrät nichts und sie sieht dann auf einmal, dass der Name da ist, fängt an zu heulen. Ziemlich gut geschauspielert, ja, also schöne Musik dabei, das heißt, ja, sie ist gerührt. Sagt, oh Gott, das ist ja mein Ur-Urgroßvater und da ist ja die Originalunterschrift. Und das ist eine ganz schöne Szene. Er merkt dann auch, oh, das berührt sie. Ja, wahrscheinlich hat es auch nicht das erste Mal gemacht, so ist das gezeigt im Film, dass er das wahrscheinlich schon öfter gemacht hat, dieses schleimige Date hier. Und dann merkt er, ja, es funktioniert, es rührt sie und Mensch, jetzt habe ich gute Gefühle bei ihr ausgelöst und Rührung bei ihr ausgelöst und ja, das läuft ja richtig gut hier. Naja, auf einmal heult sie dann aber und jetzt kommt's, fand ich richtig genial. Auf einmal fängt sie heftig an zu heulen und macht dann so, er kriegt dann so einen Ausraster, dreht sich rum, sagt, sorry, I can't oder sowas und haut ab. Und er steht dann da und denkt, was geht denn hier ab und sagt dann zu seinem Alice Island Fuzzi, das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Und was dann in der nächsten Szene rauskommt, ist, warum sie so heftig darauf reagiert hat, ist, dass ihr Urgroßvater, dieser Juan Milas, ein Serienkiller war, ein Massenmörder war. Und der Will Smith sagt dann auch, ach so, ja gut, ich habe dann gegoogelt und habe dann rausgefunden, The Butcher of Cadiz, also der Schlachter oder der Schlechter von Cadiz, und ich dachte aber, das wäre eine Berufsbezeichnung und keine Serienkillerbezeichnung. Also das fand ich persönlich die beste Szene des ganzen Films, weil es auch so clever und unerwartet einfach ist und weil ihm das Date praktisch zu Recht komplett um die Ohren fliegt. Ja, er denkt ja währenddessen, Mensch, das läuft hier alles gut, Jackpot, jetzt ist sie gerührt und ja, das zieht schon wieder hier die Nummer. Und dann fliegt ihm das Ding komplett um die Ohren, weil ihr Vorfahre einfach ein Serienkiller und ein Massenmörder ist. Ja, das ist die gerechte Strafe dafür, dass er so ein Geschiss bei diesem Date macht. Vielleicht sagt er sich halt beim nächsten Mal, vielleicht wäre es sinnvoller, einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen, dann kommen wir wohl nicht auf irgendwelche Massenmörder-Vorfahren. Und was ich eben auch noch gut finde an der Szene ist, dass dieses Matrix-Primborium-Geschiss-Date dadurch so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Ja, dass es einfach nicht funktioniert, was er da macht. Und dass es nicht noch als positiv dargestellt wird, sondern ihm ganz schön um die Ohren fliegt. Zum Thema The Butcher of Cadiz hier noch ein kleiner Einschub. Und zwar Cadiz ist hier unten in Südspanien eine andalusische Provinz. Und Cadiz ist auch gleichzeitig die Hauptstadt, liegt hier ungefähr, also relativ nah an Marokko, Afrika dran. Ja, und für die unter uns, die diese ganzen Hauptstädte hier noch nicht auswendig können, ist genau jetzt der Zeitpunkt, um sie alle auswendig zu lernen. Und wo wir gerade schon mal dabei sind, kommt hier ein kleiner Einschub in Sachen Allgemeinbildung im Hinblick auf amerikanische Kultur und Geschichte. Für die, die schon alles wissen und diesen kleinen Allgemeinbildungspart hier überspringen wollen, blende ich euch hier ein, an welche Stelle des Videos ihr springen müsst, um mit der Filmanalyse weiterzumachen. Also, mal gucken, wie schnell ich es runtergerattert bekomme. So. Das hier ist Liberty Island, wo die Freiheitsstatue steht. Das ist Ellis Island, wo die Szene gedreht wurde in dem, ja, Ellis Island Museum of Immigration heißt es, glaube ich. Das ist der Hudson River und der Hudson River mündet hier unten dann in den Atlantik. Und hier sind früher die ganzen Flüchtlinge angekommen und dann erstmal auf Ellis Island gelandet. Der Hudson River trennt New York und New Jersey. Jetzt, ja, große Allgemeinbildungsfrage, was ist New York und was ist New Jersey? Ja, für die Spezialisten unter uns, ich habe extra ein Bild nach 2001 genommen, sodass das World Trade Center nicht mehr drauf ist, weil dann wäre es ja zu leicht gewesen. Also, das ist natürlich New Jersey und das ist hier Manhattan, das ist New York. Und New Jersey, das kennt ihr vielleicht aus den Filmen, ja, in jedem dritten Film kommt das immer vor, dass wenn es nicht reicht bis Manhattan oder New York generell, dann lebst du halt in New Jersey. Nach dem Motto, da ist der Hund begraben, da ist überhaupt nichts los. Das hier ist der Goldman Sachs Tower, das ist das höchste Gebäude in New Jersey, ca. 240 Meter hoch. Zum Vergleich, der Kölner Dom ist 157 Meter hoch, geht also ungefähr bis hier. Das hier drüben ist Manhattan und das ist das höchste Gebäude in den Vereinigten Staaten und das sechsthöchste Gebäude der Welt mit 540 Metern ungefähr. Und das ist das One World Trade Center, das ist nach dem, ja, das ist auf Ground Zero erbaut worden, da standen früher die beiden Türme vom World Trade Center. Das hier hinten ist das Empire State Building, war auch schon mal höchstes Gebäude der Welt, ist allerdings schon ein bisschen her und da wurden auch schon einige schleimige Matrix-Szenen drauf gedreht, ja, vor allem gegen Ende des Films kommt das öfter mal vor und das hier müsste das Chrysler Building sein, das ist ja, für viele das schönste Gebäude in New York und da wurden auch schon viele Szenen drauf gedreht, aber da wahrscheinlich eher Action-Szenen, wie einer darunter fällt oder sowas. Ja. Oder wenn halt ein schönes Gebäude gezeigt werden muss in New York, dann ist es meistens das Chrysler Building. Die Szenen in Hitch mit dem Jetski, die müssen hier irgendwo gedreht worden sein, im New Yorker Hafen und ja, keine Ahnung, ob die dann im Film mit den Jetskis darüber gefahren sind, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wahrscheinlich eher mit einer Fähre und jetzt mal ganz im Ernst, zum ersten Date mit einer Fähre. Ja, ich glaube, es hakt.
Bullshit. Dann zu Ellis Island selbst noch kurz was. Und zwar Ellis Island gehört zur Hälfte New Jersey und zur Hälfte New York. Und das war von 1892 bis 1954 die Migrantensammelstelle. Das heißt, sämtliche Migranten, die über den Atlantik mit dem Schiff, weil es damals noch keine Flugzeuge gab, in die USA gekommen sind, sind erstmal hier hingeschifft worden, sind da durchgecheckt worden, untersucht worden und dann, falls sie reingelassen wurden, halt in die USA verteilt oder nach New York halt erstmal gekommen und von da dann entweder da geblieben oder halt in die USA verteilt. Und zwischen 1892 und 1954 sind insgesamt circa 12 Millionen Immigranten über Ellis Island in die USA gekommen. Das heißt, fast jeder zweite Amerikaner, ich glaube ungefähr 40% sind es, hat irgendeinen Vorfahren, der über Ellis Island ins Land gekommen ist. 1954 ist das Ganze dann geschlossen worden und ab 1990 war das dann das Ellis Island Museum of Immigration, was auch im Film gezeigt wird. Die Freiheitsstatue ist in 1886 zusammengebaut worden und zwar kurz vor der Eröffnung praktisch von Ellis Island als Immigrantensammelstelle. Und das heißt, jeder, der mit dem Schiff hier rüber geschippert kam nach Ellis Island, hat dann erstmal hier die große Freiheit aufoktroyiert bekommen und gesagt, hier Leute, hier ist die große Freiheit. Die Statue selbst ist ein Geschenk Frankreichs an die USA gewesen. Ja, hier sieht man den Kopf zumindest davon 1878 bei der Weltausstellung in Paris. Und die Franzosen haben gesagt, komm, wir bauen das Ding, finanzieren das auch, schenken euch das dann und ihr baut aber den Sockel und finanziert aber den Sockel bitte selbst. Ja, das wäre fast gescheitert, weil es war irgendwie nicht genug Geld da und fast hätte deshalb der Bau abgeblasen werden müssen. Dann wurde aber eine Spendenaktion gemacht und durch die Spenden konnte dann der Sockel doch gebaut werden von den Amis. Ja, und dann haben die Franzosen halt per Schiff in Einzelteilen die Statue rübergeschippert und hier auf Liberty Island dann zusammengebaut. Die Statue selbst ist circa 45 oder 46 Meter, glaube ich, hoch und der Sockel dann auch nochmal ein bisschen. Das heißt, insgesamt ist das Ding 92 Meter hoch. So, weiter geht's im Film mit einer ziemlich witzigen Szene, wo ich mich jedes Mal kaputt lachen muss. Und zwar, sie steigt ins Taxi ein, er macht die Taxitür zu und klemmt sich dann ja rechts unten das Hemd ein und wird dann von dem losfahrenden Taxi hier aus dem aus dem Hemd rausgeregelt und zack, weg ist das Hemd. Ja, und er guckt schön motzig und sagt, Taxi! Weil er motzig ist. Ja, muss ich mich jedes Mal kaputt lachen. Gute Muskeln übrigens. Ja, ist er extra nochmal ins Fitnessstudio anscheinend für die Rolle. Was mich dann wundert ist, er hat ja auch Muskeln. Warum haben sie hier nicht ein bisschen dünneren Typ genommen? Dann würde er vielleicht unterbewusst noch ein bisschen muskulöser erscheinen. Aber gut. So, nächste Szene, die ganz witzig ist, auch ganz sinnvoll. Und zwar, er hier, Kevin James, zeigt dann seine Tanzskills. Ja, sagt, er könnte, ja, tanzen ist kein Problem. Dann sagt der Will Smith, ja, dann lass, okay, tanzen ist kein Problem, dann lass er erstmal gucken. Dann flippt er total aus und rastet total aus, tanzt total grottenschlecht natürlich. Und dann knallt der Will Smith ihm eine und sagt, hier, da ist deine Baustelle und zeigt ihm dann so einen ganz einfachen Tanzschritt von links nach rechts. Gar nicht groß rumhampeln, sondern einfach nur die Basics machen, um sich nicht zum Affen zu machen. Er ist einfach eine sinnvolle, rationale Szene. Das heißt, wenn du nicht tanzen kannst, dann guck dir halt ein paar Basic-Schritte an, dass du nicht ganz so affig aussiehst auf der Tanzfläche und damit die Frauen verkraulst. Also, ganz vernünftige Szene. Aber dann kommt hier die nächste Szene und im Hitch-Universum ist das vielleicht so, aber es ist einfach nur total durchgeknallt. Und zwar behauptet er, okay, abends nach dem Date, ja, wenn du eine Frau dann zur Tür bringst, weil das kommt ja auch bei 100 von 100 Dates vor, dass du die Frau dann zu Fuß noch zur Tür bringst, ja, passiert ja eigentlich immer, dann ist es so, wenn die Frau keinen Bock auf Küssen hat oder wenn das Date scheiße war, ja, dann holt die Frau ja ihren Schlüssel raus, schließt einfach auf und geht rein und sagt tschö. Ja, wenn sie aber geküsst werden will, und jetzt kommt's, Achtung, wenn sie geküsst werden will, dann schließt sie nicht einfach auf und geht rein, sondern dann holt sie den Schlüssel raus und klimpert mit dem Schlüssel und fuchtelt irgendwie 10 Sekunden mit dem Schlüssel rum. Ja, ist einfach so. I call bullshit! Bullshit! Ja, totaler Blödsinn natürlich. Also wer sich das einfallen lassen hat und dann wer dann im Meeting gesagt hat, ja komm, die Szene ist richtig gut, die nehmen wir mit rein. Keine Ahnung. Und dann kommt noch so ein Blödsinn aus dem Hitch-Universum und zwar, dass du eine Frau nicht einfach so küsst, sondern dass du dich nur so annäherst und sie muss dann den letzten Schritt gehen. Das heißt 90% der Mann und dann ja, hältst du praktisch deine Schnute so hin und die restlichen 10% muss dann die Frau machen. Bullshit, Bullshit. Klar, du kannst natürlich nicht wie so ein ausgehungerter Wolf die Frau einfach so überfallen, aber das hier ist halt klassischer Filmblödsinn. People don't believe that shit. So, und dann kommt das nächste Date und da bringt sie ihm das im Taxi eingeklemmte Hemd. Ja, gebügelt und gewaschen wieder mit, was ich eine witzige Idee finde, mag ich generell in Filmen, wenn da so Running Gags bestehen. Und er sagt dann auch, ja, das hänge ich mir an meine Wall of Shame und sie sagt dann, ach, da gibt's eine ganze Wand von. So, und dann geht wieder eine ganze Menge schief beim Date und er macht sich ganz schön zum Affen und landet dann aber am Ende, ja, so mehr oder weniger betrunken, müsste den Film zu gucken, bei ihr in der Bude. Und das ist eine ganz nette Szene, wie sie dann mal normal miteinander reden. Ja, da sind sie praktisch wie Erwachsene. Ja, hier, nettes Gesicht, entweder ist sie wirklich so nett oder
kann einfach gut schauspielern. Ich finde zum Beispiel, dass die beiden eine ziemlich gute Chemie untereinander haben. Das passt ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, theoretisch, dass da was gegangen ist bei den Dreharbeiten, obwohl er zumindest verheiratet ist, ne? Aber wer weiß. Keine Ahnung, vielleicht mögen sie sich auch einfach ganz gern. Ja, und das ist eine ganz gute Szene, wie ich finde, wo sie dann auch das erste Mal als Erwachsene wirklich miteinander reden. Ja, auch ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen was über sich erzählen und eine ganz nette Stimmung ist und so weiter. Also keine schlechte Szene. An dem Abend geht dann nichts, aber am nächsten Morgen ist er immer noch da und dann verabschieden sie sich draußen auf der Straße und küssen sich dann das erste Mal. Und da kommt auch wieder der Bullshit mit 90-10. Da macht sie das, glaube ich, dass sie 90%, wie das halt im Hitch-Universum so ist, und er dann die restlichen 10%, ja, dieser Blödsinn. Aber die Kussszene, die dann kommt, ist eine ganz realistische, normale Kussszene. Das kennt ihr vielleicht auch von Filmen, dass die meisten Kussszenen völlig absurd sind, total an den Haaren herbeigezogen, wo ich mir immer denke, welche, keine Sau küsst so. Ein Mensch würde sich da auf die Weise so küssen. Und das haben sie hier aber ganz gut gemacht. Hier, das ist, wie ich finde, ja, ein realistischer Kuss morgens nach einer ganz netten Nacht. Ja, ganz gut geschauspielert hier auch. Also, Leute, da ging doch was. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass da nichts ging bei den Dreharbeiten. Und dann kommt wieder eine ganz coole Szene, finde ich auch realistisch, denke ich wieder. Das hat die Eva Mendes garantiert improvisiert. Und zwar sagt sie dann so: Ah, ich muss arbeiten. So, also, scheiße, ich muss arbeiten. Eigentlich würde ich jetzt gerne mit dir noch den Tag verbringen. Ah, ich bin spät dran. Ich muss jetzt arbeiten. Und dann zieht er sie nochmal ran und küsst sie nochmal. So, parallel dazu hat er dann durch ein paar Tricks vom Kollegen Hitch sein Date mit der Millionenerbin gehabt. Und natürlich, wie das halt im Hitch-Universum so ist, kommt dann die große Szene, wo sie an die Tür. Er bringt sie natürlich an die Tür. Ja, und der große Moment, was passt, will sie küssen oder nicht? Man erkennt es ja ganz klar an dem Schlüsselgeklimper. Und sie klimpert natürlich mit dem Schlüssel und er weiß dann natürlich, okay, jetzt musst du küssen. Und er verkackt es dann aber auf eine ziemlich witzige Weise, haut dann ab und sagt so: Ach, scheiße, du Pussy, jetzt hast du es nicht gemacht. Und steht dann da und dreht sich nochmal rum und schmeißt dann so seinen Asthma-Inhaler. Ja, sagt so: Scheiß drauf. Und pfeffert den hier so die Straße runter und geht dann nochmal zu ihr hin. Und küsst sie dann. Und was macht er natürlich? Hält nur 90% hin, macht so die Augen zu, unseren Knutschmund, und sie geht dann die restlichen 10%. Wie das halt in der Realität draußen so läuft. Also im Grunde eine ganz gute Szene, wie ich finde, wo er dann sagt: Ja, komm, scheiß drauf, und geht halt trotzdem nochmal hin. Dann der Matrix-Blödsinn mit 90-10 wieder. Und dann kommt meine zweite Highlight-Szene des Films, die ich persönlich richtig, richtig gut finde. Und beim allerersten Mal schon dachte: Wow, das ist schon fast eine poetische Szene in so einer normalen Komödie hier. Das ist richtig cool. Und zwar geht er dann, also es ist nichts weiter gelaufen, sondern haben sich halt nur geküsst. Sie geht dann rein und er geht dann zufrieden hier weg. Und hier, ihr seht es, die Kamera fährt runter, schönes Licht. Und dann tanzt er so auf der Straße und tanzt da so ein bisschen witzig, bisschen unbeholfen rum. Bisschen trottelig auch, aber ja, ist nicht albern gemacht, sondern durch die Musikuntermalung und durch die Stimmung halt, durch das Licht, ist es eine schöne Szene. Praktisch, wie er sich einfach freut, dass er endlich mal glücklich ist, endlich mal eine Frau bekommen hat und dass sie ihn auch mag. Und das ist wirklich eine gute Szene und das beschreibt ganz gut das Gefühl, wenn man halt jemanden kennenlernt, ja, Frau oder Mann kennenlernt, sich das erste Mal küsst, sich im anderen wiedererkennt und dann auch merkt: Mensch, der andere mag mich. Und ja, da geht vielleicht was, da läuft was. Und so ein bisschen die Schmetterlinge im Bauch, wie man so schön sagt. Ja, also der Zauber des ersten Kennenlernens sozusagen. Das ist ganz gut beschrieben. In anderen Filmen wird es halt oft dann mit irgendwelchen Dramaszenen beschrieben. Und hier ist es einerseits ja ganz witzig gemacht. Ja, bisschen naiv auch andererseits, aber erstens filmisch interessant durch die Musikuntermalung und durch die Stimmung, durch das Licht. Ja, und halt, es wird gar nichts dazu gesagt, sondern er macht wie so einen Freudentanz da einfach nur und geht dann halt die Straße runter. Also das ist eine, ja, schon fast ein bisschen poetische Szene. Bisschen lustig, bisschen trottelig auch, aber auch ein bisschen poetisch dabei. Also gerne mehr davon. Ja, und das ist zwar auch so ein bisschen, ja, ist es Matrix-mäßig? Weiß ich nicht, aber ist mir hier bei der Szene auch egal, weil es halt einfach schön gemacht ist. Und halt auch diesen realistischen Moment, dass, ja, du hast eine neue Frau geküsst oder als Frau halt einen neuen Typ geküsst. Und ja, die Funken fliegen so ein bisschen und das tut uns Menschen ja auch gut. Deshalb ist ja Monogamie auch so schwierig, weil dieser Moment halt so gut tut. Neuen Menschen kennenlernen, sich im anderen wiedererkennen und so weiter. Ja, deshalb funktioniert Monogamie ja weltweit auch so schlecht und die Fremdgehrate ist so extrem, weil wir halt ein Säugetier sind, was einen gewissen Gewöhnungseffekt hat oder was einem gewissen Gewöhnungseffekt unterliegt. Ja, und neu und spannend tut halt gut. Und deshalb sind wir ja so untreu, größtenteils. Ja, und deshalb sage ich persönlich: Überlegt für euch, ob Monogamie wirklich euer Ding ist oder ob ihr nicht was anderes, ein anderes Lebenskonzept leben wollt. Ja, denn eine Sau weiß, ob es wirkliche Regeln gibt, nach denen man leben sollte.
Ja, was ich halt nicht sage, ist, vereinbart Monogamie und geht dann fremd. Ja, davon, weil das manche denken, die sagen, ja, wie Polygamie? Das bedeutet ja, ich lüge da rum und betrüge meine Ehefrau. Ja, das meine ich damit nicht. Schon ehrlich sagen, wer ihr seid und dann halt in die Richtung gehen, in die ihr eben wollt. Dann entweder halt, ja, Monogamie oder ein anderes Lebenskonzept. So, und jetzt geht es hier Matrix-mäßig so richtig los. Das heißt, jetzt, das dritte Drittel ist angebrochen, ja, jetzt fliegt der Film sich Matrix-mäßig komplett selbst um die Ohren. Und ihr kennt das ja bei Filmen, es ist immer derselbe Ablauf. Das heißt, wenn es zu gut läuft, das ist verdächtig, denn es muss ja im dritten Drittel noch irgendein Problem auftauchen, damit man in der Schlussszene am Flughafen rennen kann. Ja, damit wieder unter Wasser, auf dem Eiffelturm, in der Luft, am Flughafen oder direkt im Weltraum geheiratet werden kann, mit möglichst viel Drama dabei. Und das geht halt nicht, wenn alles glatt läuft. Deshalb taucht dann halt zu Beginn des dritten Drittels dann immer irgendein affiges Problem auf, was in der Realität absolut scheißegal wäre, beziehungsweise in 20 Sekunden geklärt wäre. Aber so ist es halt, weil Filme komplett auf Drama basieren. Ja, ohne Drama gäbe es keinen Film. Und zwar findet sie raus, dass er Date-Doktor ist und ist dann natürlich stinksauer. Und da gibt es noch so einen Nebenhandlungsstrang, dass er einen Klienten hatte, der einen riesen Arsch war und eine Freundin von ihr schlecht behandelt hat. Und dann ja, hat sie halt falsche Informationen und denkt, er wäre ein riesen Arsch, obwohl er eigentlich ein ziemlich netter Kerl ist und ziemlich in Ordnung ist. Ne? Ja, das ist dieses künstliche Drama, was natürlich sein muss, weil sonst könnte sie ja hier nicht die große Dramaszene machen. Und zwar ist sie dann bei ihm zum nächsten Date, ist richtig angepisst. Ja, und sagt aber nicht direkt, was los ist. Und er denkt dann so, ja, was ist denn mit ihr los? Ja, warum ist sie denn so angepisst auf einmal? Ja, und säuft dann hier aus der Flasche. Und da bringt er zum Beispiel vorher einen Trinkspruch, dafür gehört er gehauen. Oder zumindest der Drehbuchautor gehört dafür gehauen, dass sie das wirklich in den Film mit reingenommen haben. Und zwar, ich lese vor, niemals schwindeln, stehlen. Niemals schwindeln, stehlen, betrügen oder trinken. Aber musst du schwindeln, dann sei schwindlig vor Glück. Wenn du stehlen musst, dann stehl dich aus schlechter Gesellschaft. Wenn du betrügen musst, betrüge den Tod. Und wenn du trinken musst, sei trunken vor Liebe und Lebensglück. Also wenn das nicht der absurdeste Trinkspruch der Filmgeschichte ist. Gut, da muss ich fairerweise dazu sagen, dass es auch ein bisschen extra so ist, dass er noch schleimiger rüberkommt, weil sie ja durch das Missverständnis, was vorher passiert ist, halt davon ausgeht, dass er wirklich ein schleimiger Lügner ist. Und das spielt dann halt noch mehr in ihre Karten rein, dass sie noch stinkiger werden kann. Trotzdem, was ein Bullshit natürlich, ne? So, und irgendwann sagt sie ihm dann hier, ich weiß, wer du bist und ja, du bist ein Lügner und ein schleimiger Arsch und so weiter. Und dann schmeißt sie ihn mit Blumenkohl. Ja, und er, ja, verteidigt sich erst nicht so richtig. Und dann, das finde ich aber ganz gut, dann reicht es ihm irgendwann, weil er auch zu Unrecht von ihr angekackt wird. Er hat nichts Schlechtes gemacht, ja, das basiert auf einem Missverständnis. Und normalerweise in Filmen ist es dann immer so, dass er dann alles über sich ergehen lässt, ja, und sie kann dann ausrasten, wie sie will. Und er sagt dann nicht, stopp, Moment, was geht denn hier überhaupt ab? Jetzt erzähl doch mal, warum bist du denn so sauer? Und ich kann es doch erzählen. Sondern nein, 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 normalerweise lässt er dann alles über sich ergehen und alles mit sich machen wie so ein Volltrottel. Ist hier aber nicht so, finde ich halt ganz gut, dass er dann auch mal zurückschmeißt. Ja, sieht hier vielleicht ein bisschen ernster aus, als es ist, aber schmeißt dann so lustig zurück und kacken sich beide so ein bisschen an. Ja, und dann schmeißt er sie auch hier mit dem Kram. Was mir hier ein Rätsel ist, wo guckt er hin? Wo guckt er hin? Guckt er auf den Regisseur? Wartet er auf Action? Guckt er auf den Monitor, um zu wissen, wo sie vor ihm steht? Da guckt er immer noch hin und dann guckt er nach vorne. Keine Ahnung. Ja, und dann sagt er hier, Schätzelein, ja, ich lasse mir auch nicht jeden Scheiß erzählen und kackt auch ein bisschen zurück, finde ich ganz gut. Ja, und dann haut sie ab und das große Drama ist halt perfekt. Und natürlich wird die Szene auch nicht richtig geklärt und das Missverständnis wird auch auf keinen Fall aufgeklärt, weil wenn da das Missverständnis innerhalb von 15 Sekunden aufgeklärt worden wäre, dann könnten wir ja am Ende wieder nicht am Eiffelturm rennen oder am Flughafen rennen oder unter Wasser heiraten, ja, in reinster Matrix-Drama-Manier. So, die nächste Dramaszene, da sind sie beim Speed-Dating, also hier die Eva Mendes und ihre Freundin, um die das Missverständnis mit dem Klienten von dem Will Smith auch geht. Und hier stört mich persönlich, zum Beispiel als alter Filmpedant, warum ist die Kamera nicht einen halben Meter weiter links und einen Meter höher? Ja, dass er genau in der Mitte von diesem Tisch hier steht, dass alles symmetrisch ist. Ja, erst habe ich gedacht, gut, vielleicht ist die Bude einfach nicht hoch genug, vielleicht ist die Decke direkt da, aber wie wir hier sehen, es ist genug Platz und hier ist die Kamera ja auch genau in der Mitte und nicht hier an der rechten Tischkante. Ja, wer ein bisschen pedantisch veranlagt ist, der wird jetzt vielleicht lachen und das Ganze ein bisschen nachvollziehen können. Ja? Okay, dann sind es halt beim Speed-Dating hier die Freundin und da sie und dann hier die klassischen Nice Guys beim Speed-Dating und sie langweilt sich total und dann kommt Hitch rein und macht eine riesen Dramaszene natürlich. Denn man kann das Ganze ja nicht einfach so völlig dramalos irgendwo anders zu zweit in einem Café oder sowas klären, sondern nein, man geht dann zu ihrem Speed-Dating und macht da so richtig den sterbenden Schwan. So, und dann ein bisschen Drama hin und her und dann sagt er, wo haben wir es denn?
Genau, dann sagte er so in die Runde, sagte, ich möchte, dass sich das hier alle mal genau ansehen, weil das, genau das ist der Grund, warum sich zu verlieben so verdammt schwer ist. Bullshit. Ja, mir kommen die Tränen. Was dann aber passiert, und das muss ich dem Film wieder zugutehalten, ist, dass dann wieder eine Unmatrix-Szene mit reingeschustert wurde. Und zwar wird er dann des Hauses verwiesen, weil er halt da ja, sich nicht an die Regeln hält und einfach da dazu stößt und ein Riesenchaos verbreitet und da den sterbenden Matrix-Dramaschwan macht. Und er geht dann halt am Ende, ja, fügt sich dem, geht dann raus, hat dann auch das Missverständnis rausgefunden. Ja, er weiß dann auch, warum sie halt denkt, er wäre das letzte Schwein und so weiter, kann sie aber nicht begreiflich machen und so weiter, aber dann macht er es doch gut begreiflich. Und zwar dreht er sich beim Rausgehen nochmal um und sagt, und Vance Munson, so heißt der Typ, ja, der dann die Freundin hier von ihr nur flachlegen wollte und ein Arsch ist und so weiter. Und er hat sich geweigert, mit dem zusammenzuarbeiten. Und normalerweise ist das im Film, in den Matrix-Filmen dann immer so, dass er könnte es ja einfach sagen, einfach aufdecken, aber er macht es dann, warum auch immer nicht, ja, damit halt am Schluss wieder am Flughafen gerannt werden kann. Aber hier macht er das dann. Das heißt, er geht da um die Ecke, geht raus und sagt, und Vance Munson war, und nee, was sagt er genau? Er sagt, und Vance Munson ist ein Schwein und ich habe mich geweigert, mit ihm zusammenzuarbeiten. Du solltest besser recherchieren. Also kackt sie so ein bisschen an, weil sie hat einen Fehler gemacht praktisch. Sie hat diesem Arsch dann einfach geglaubt und bla bla bla. Und deshalb ist dieses Missverständnis überhaupt erst entstanden. Ne? Ja, und dann haut er ab, geht raus und die beste Freundin sagt dann zu, nee, sie sagt dann erst, das glaubt man ja wohl nicht. So nach dem Motto, das ist doch Quatsch, das glaube ich doch jetzt aber nicht. Und dann sagt die beste Freundin, was ich gut finde, sagt so, naja, im Grunde schon oder eigentlich schon. Ne? Und dann merkt man an ihrem Gesichtsausdruck, das schauspielert die Mendes ganz gut, dass man dann sieht, ja, sie glaubt es auch. Und es tut ihr dann leid, dass sie diesem anderen Idioten geglaubt hat und einfach davon ausgegangen ist, aufgrund einer Falschaussage, dass er ein Arsch wäre, anstatt einfach mal nachzufragen oder ihm zu vertrauen. Ja, also sie merkt dann, okay, sie hat im Grunde genommen Scheiße gebaut. Ja, ist auch nicht in jedem Film so, dass die Frau dann mal einsichtig ist, sondern meistens muss dann der Mann irgendwie einsichtig sein, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat in vielen Fällen auch oder nur ein bisschen was falsch gemacht hat und die Frau dann eine Riesenfurie war. Aber hier ist es mal so, dass sie dann auch mal einsieht, dass sie was falsch gemacht hat. Also das muss ich dem Film zugutehalten, auch wenn jetzt gleich kommt noch mehr Matrix, auch wenn es am Ende in der Matrix absäuft, aber es gibt auch immer wieder mal Lichtblicke zwischendrin. Was aber auch wieder das Gefährliche ist, weil wie willst du unterscheiden als Jugendlicher, wenn du das hier guckst? Und ich habe viele Filme früher gesehen und das hat natürlich ein krasses Weltbild kreiert. Und das kreiert bei jedem, der es guckt, auf einer regelmäßigen Basis. Und es gibt ja nicht nur einen Film, es gibt ja tausend Filme. Das kreiert halt ein eigenes Weltbild. Ja? Wie Beziehungen aussehen, wie Freundschaften aussehen, wie Flirten auszusehen hat, wie generell die Welt funktioniert. Und wenn dann halt so ein Mix ist aus durchgeknallten, affigen, albernen Matrix-Drama-Szenen, und vernünftigen Szenen, ja, das ist ja noch gefährlicher, weil du dann denkst, Mensch, die Szene ist ganz gut, das ist irgendwie authentisch, das ist realistisch, dann ist vielleicht die andere Szene auch realistisch und authentisch. Ja, dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, was normal ist. So, und jetzt kommt die nächste Szene, die ich ziemlich interessant finde und auch ziemlich gut finde. Und zwar ist es eigentlich, ja, sie hier, hängt hier mit Liebeskummer halt auf der Couch. Eigentlich ist es eine riesen Klischee-Dramaszene, aber dadurch, dass es so übertrieben dargestellt wird, ist es für mich, also ich glaube, so ist es auch gemeint, eher so eine Parodie von so einer Matrix-Drama-Szene und damit für mich wieder eine gute Szene. Zwar liegt sie dann mit Liebeskummer auf der Couch bzw. auf dem Sessel und hat die Schlabberhose an und den Schlabberpulli und die Schweinehausschuhe natürlich. Ja, fand ich ganz witzig, die Idee, ja, Eva Mendes in Schweinehausschuhen. Und ungeschminkt, natürlich absoluter Bullshit, die ist geschminkt ohne Ende hier. Ja, im Film ist es immer so, es gibt so No-Make-up-Make-up sozusagen. Dann sieht es praktisch im Film so ein bisschen aus, als wäre es da ungeschminkt, aber die sind trotzdem zugekleistert ohne Ende. Ja. Und was hat sie hier am Start? Das macht auch so den Witz aus. Hier die Whipped Cream, Schlagsahne am Start. Ja. Hier, das ist wahrscheinlich ein Eis, nehme ich mal an, so ein Eisbecher am Start. Und hier das, wenn ich es nicht falsch sehe, ist das ein Pizzakarton. Ja, das heißt, sie übertreibt es total. Und das ist halt das Witzige an der Szene, dass so ein bisschen so oder so stark übertrieben wird, dass es schon wieder ganz witzig ist. Und dann noch klischee-mäßiger, sie guckt halt Jerry Maguire. Ja, schon wieder Tom Cruise, fünfte Mal in diesem Video hier. Man kommt nicht um ihn herum. Und das ist halt auch so eine Klischee-Szene. Das ist die Schlussszene von Jerry Maguire, wo er dann wieder zurück zu ihr kommt und sagt, ich will zurück zu meiner Frau. Naja, und sie weiß nicht so recht und dann hält er wieder die große Rede, natürlich auch im Wohnzimmer. Ja, man kann es nicht irgendwie sagen, ja komm, lass uns in den Nachbarraum gehen, sondern nein, es muss wieder vor 20.000 Leuten, so ähnlich wie bei hier beim Speed-Dating gemacht werden. Und dann sagt er, du vervollständigst mich. Bullshit. Und dann sagt sie, hör auf zu reden, du hattest mich schon beim Hallo. Und das ist ja ein kranker Gedanke, du vervollständigst mich. Ich muss dazu sagen, Jerry Maguire,
Auch ein guter Film wäre vielleicht auch mal eine Analyse wert, aber wie in vielen guten Filmen auch totaler Matrix-Bullshit. Und vor allem dann die große Endszene, die auch in der Matrix absäuft, und zwar: Du vervollständigst mich. Und was heißt das denn ganz genau? Du vervollständigst mich. Das heißt ja, ohne dich bin ich unvollständig. Das heißt, so wie ich selbst bin, bin ich unvollständig. Das heißt, ja, mir fehlt ein Organ. Ich brauche die Liebe und Frauen wie Wasser und Sauerstoff, was ich auch an Mails tagtäglich immer bekomme. Ja, das ist ein komplett ungesunder Gedanke. Und ich weiß auch noch, ich habe das als Kind gesehen in Filmen und habe mir nichts dabei gedacht. Aber das hat sicherlich auch eine Menge Programmierung bewirkt, dass ich gedacht habe: Mensch, Jerry Maguire, cooler Film, coole Szenen. Ja, witziger Film auch. Und dann am Ende: Mensch, ist doch schon schön, wie er sagt, du vervollständigst mich. Bullshit. Ja, und natürlich hat das die Idee befördert, dass ich selbst unvollständig bin. Also sehr, sehr gefährlich, was da teilweise in Sachen Medieneinflüssen auf uns einprasselt. Ja, und dann hier die Dramaszene mit der Schlagsahne, wie sich die Schlagsahne ranknallt. Ja, das finde ich dann wieder ganz witzig, weil es dann halt so klischeehaft übertrieben ist. Wie gesagt, das ist keine ernsthafte Szene, sondern eine witzige Szene und damit für mich auch so eine Matrix-Parodie-Szene so ein bisschen ist. Also für mich eine gute Szene. So, dann eine der letzten Szenen vor dem großen Matrix-Knaller-Finale. Und zwar, sie hat dann halt eingesehen, okay, dass sie auch schuld daran ist, dass sie halt das Missverständnis, dass das so ein bisschen auf ihrem Mist gewachsen ist, und geht dann am nächsten Tag zu ihm, oder ich weiß nicht wann, ob es ein paar Tage später ist, und entschuldigt sich mehr oder weniger bei ihm und sagt: Ja, sorry, dass ich dir Unrecht getan habe und dass ich dich verletzt habe. Und was würde man jetzt in der Realität machen? Man würde einfach sagen: Ja, okay, ist halt dumm gelaufen, aber hier, ich komme gerade vom Joggen, ich muss gerade mal duschen, komm noch mit rauf. Oder ich habe jetzt keine Zeit, aber lass uns doch heute Abend mal zusammensetzen und nochmal drüber quatschen. Ja? Oder einfach hingehen und sagen: Ja, komm, scheiß drauf, mach doch nichts, ich hab dich lieb, hast du mich auch lieb, ja, und einfach küssen und zusammenkommen. Wenn einem denn der Sinn danach steht. Ja, das Ding wäre in 20 Sekunden oder in 20 Minuten gelaufen gewesen, aber dann könnte man ja nicht wieder im Weltraum sich hinterherrennen, hinterher. Ja, in der großen Matrix-Schlussszene. Und damit eben am Ende dann doch gerannt werden kann, müssen sich die Charaktere vorher natürlich wie kleine dämliche Kinder verhalten und auf keinen Fall wie Erwachsene, weil sonst wird ja die Schlussszene vermieden werden. Also verhält er sich natürlich wie ein kleines blödes Kind. Und was ist? Sie entschuldigt sich und ist wirklich, Moment, hier sieht man es irgendwo, ist wirklich reumütig und sagt: Ja, Entschuldigung, und gibt alles zu und so weiter. Und was macht er? Er ist dann pissig, er ist dann ganz neutral und tut so, als hätte sie ihn nicht verletzt und bla bla bla. Er ist dann so, ach so, nach außen hin höflich, aber nach innen verletzt und so ein bisschen eiskalt und haut dann einfach ab. Ja? Also total affige Szene, anstatt einfach, wie ich eben erwähnt habe, zu sagen: Ja, komm mit hoch, dann klären wir es und in 10 Minuten ist das Ding gegessen und dann ist alles in Ordnung. Ja, und dann geht er hoch und dann kommt die nächste Dramaszene, weil es ist ja nicht genug, wenn zwischen Mann und Frau Drama ist, es muss ja zwischen Mann und Mann auch noch Drama sein. Ja, dann streiten die beiden sich so ein bisschen. Die Liebe ist mein Leben, nein, die Liebe ist ihr Job und bla bla bla. Ja, und dann kommt die klassische Szene, wo sie sich dann voneinander verabschieden und voneinander weggehen. Und dann kommt noch ein markiger Spruch. Er sagt irgendwie: Ich habe gedacht, ich wäre hier der Verlierer, aber jetzt erkenne ich, dass sie es sind, und dreht sich dann rum und geht weg und bla bla bla. Anstatt einfach zu sagen: Ja, schöne Scheiß, jetzt haben wir beide die Frauen verloren. Ja, also er hat seine halt vergeigt, weil das rausgekommen ist, dass er über den Date-Doktor irgendwie nur an sie rankam, und er hat halt auch die Eva Mendes verloren in dem Sinne. Ja. Anstatt sich einfach zusammenzusetzen, Bier zu trinken und zu sagen: Ja, scheiße, scheiße gelaufen. Nein, es muss natürlich ein bisschen Drama noch kommen. Und dann im Anschluss kommt eine Szene, wo der Hitch zu ihr hinfährt, das ist die Millionenerbin, und dann ein gutes Wort für den Kevin James einlegt und sagt: Hier, der ist ein total super Kerl, und nur wegen mir, ja, nur weil er jetzt mich engagiert hat, musst du doch ihm jetzt nicht den Laufpass geben. Ist ja eine sinnvolle Szene, wie ich finde, auch eine coole Handlung. Warum nicht? Aber die Matrix wäre ja nicht die Matrix, wenn sie sich nicht doch wieder hintenrum reinschleichen würde. Und zwar, was dann im Gespräch rauskommt, ist, dass alles, was bei ihr hier funktioniert hat, vom Kevin James, waren immer nur die Trotteligkeiten von seinem früheren Kevin James-Ich sozusagen, ja, so wie er am Anfang des Films war. Und alles, was der Hitch ihm geraten hat, praktisch, hat nicht funktioniert und bla bla bla. Also das ist praktisch, was praktisch ausgesagt wird, ist dieser alte Klassiker: Sei einfach du selbst. Ja, egal wie trottelig du bist, egal wie viel Programmierung über dich drüber gestülpt ist sozusagen, also egal wie wenig von dir selbst wirklich da vorhanden ist, das ist ja alles unter einem Haufen Programmierung begraben, Medienprogrammierung, Umfeld, Elternprogrammierung und so weiter, Schule. Ja, also egal wie programmiert du bist, sei einfach du selbst, was auch immer das sein mag, wenn man halt so programmiert ist, und dann läuft es automatisch, dann kriegst du halt als Durchschnittstyp die Millionenerbin und bla bla bla. Ja, dass praktisch seine Tricks so null funktioniert haben, und das ist halt Blödsinn einfach. Ja, es gibt Taktiken fürs Dating, fürs Liebesleben, es gibt halt Taktiken, die funktionieren, oder zumindest Dynamiken, die generell eher funktionieren, und
die generell eher nicht funktionieren. Am Anfang sagt der Hitch hier in der Szene wenigstens noch, ja, hätten sie ihn denn wahrgenommen, wenn nicht diese eine Szene in dem Meeting gewesen wäre, die er mit dem Kevin James verabredet hatte. Und dann sagt sie, merkt man, sie denkt drüber nach und sagt, ja, wahrscheinlich nicht. Also das muss man dem Film wieder zugutehalten. Das wird wenigstens kurz gewertschätzt, aber dann geht es halt volle Kanne rein in, ja gut, eigentlich sind es nur die Trotteligkeiten gewesen von dem Kevin James, die die Frau hier begeistert haben. Ist halt ein ganz nettes, ja, ganz nettes Wunschdenken, aber ist die Frage, ob das wirklich Realität ist. Es ist halt ein ganz netter Gedanke, aber ganz nette Gedanken sind halt nicht immer wahr. Ne? Aber die breite Masse, ja, ist halt immer empfänglicher für angenehme Lügen als für unangenehme Wahrheiten. Ja, und hier findet er dann raus, okay, ich habe eigentlich gar nichts dazu beigetragen, sondern es war nur Kevin James selbst. Ja, ganz cooles Gesicht. Ich finde es ganz cool, dass sie halt die Schauspielerin genommen haben und jetzt nicht so ein Paris Hilton It-Girl draus gemacht haben. So, und dann kommt wieder eine witzige Szene, wo ich mich jedes Mal kaputt lachen muss. Und zwar haben sie sich dann halt lieb, umarmen sich. Und dann kommt er an, ja, weil er dann doch um sie kämpfen will. Also das ist dann das Gerenne zum Flughafen, halt hier zum Boot. Kommt er an, sieht, wie die beiden sich umarmen. Ja, hey Albert, da bist du ja. Und dann denkt er, der Will Smith will sich an die Millionenerbin ranmachen und sagt, aha, das war also die ganze Zeit dein Plan. Übrigens hier, wie heißt dieses Gebäude? Ja, kleiner Tipp, 240 Meter hoch, New Jersey, Kölner Dom geht bis hier. Wie heißt dieses Gebäude? Gerne nochmal vorne im Video nachgucken. Ja, damit auch ein bisschen Eigeninitiative und Eigenleistung von euch dabei ist. Und zwar sagt er dann, aha, das war also die ganze Zeit dein Plan. Ja, greift dann den Will Smith an und wirkt ihn. Und sie sagt, nein, hör auf. Also ganz witzige Szene. Und jetzt kommt hier die Schlussszene und die passt wirklich auf absolut gar keine Kuhhaut. Das heißt, das ist wirklich die Obermatrix-Drama-Knaller-Szene. Eine der schlimmsten Szenen, die ich je gesehen habe. Vor allem im Vergleich zu den Szenen, die vorher auch schon kamen, die ja teilweise doch durchaus vernünftig waren. Zwar fährt der Hitch dann zu ihr, wahrscheinlich ist er nicht mit dem Taxi gefahren, sondern die Straße runter gerannt, ja, und klopft dann bei ihr. Und sie guckt dann durch diesen Spion und findet wahrscheinlich relativ überrascht raus, dass er in der Zwischenzeit nicht nur geistig, sondern auch noch körperlich behindert ist. Ja, den ganzen Film über war er ein völlig normaler Typ, aber jetzt auf einmal ist er geistig und körperlich anscheinend behindert. Ja? Nichts gegen geistige und körperliche Behinderung, darum geht es mir nicht, aber er ist praktisch wieder dasselbe Ich wie bei seiner Jugendliebe. Ja? Und da ist es wieder. Das wahre Ich. Ja, und da praktisch das, was vorher gesagt wird, dass dein Ich ein fließendes Konzept ist. Und ja, man kann an sich arbeiten. Und das, was ja auch psychologisch sinnvoll ist, zu sagen, ja, du bist sowieso nicht derselbe. Ja, du veränderst dich ständig. Also warum nicht ein bisschen an sich arbeiten und zumindest das Beste aus sich machen? Ja, aber hier wird ja praktisch wieder gesagt, nein, du bist im Grunde genommen der gleiche wie zu Jugendzeiten. Ja, man kann sich nicht ändern und so weiter. Ja, und das wahre, authentische Ich ist ja dann doch das trottelige Ich. Bullshit. Und jetzt ist er wieder hier komplett zurück, fürchterliche Szene. Ja, dann macht sie die Tür auf, ist eiskalt, ja, weil dann käme ja die Schlussszene am Flughafen mit dem Gerenne nicht, wenn sie jetzt hier ganz normal wäre und ihn einfach reinbeten würde, sondern nein, sie ist dann eiskalt. Und es gibt so einen Filmspruch, der heißt, wenn das Drehbuch erfordert, dass die Schauspieler oder dass die Figuren affig handeln oder unlogisch handeln, dann ist dann nicht, then there's not much of a script to begin with. Also dann ist da von Anfang an halt nicht, einfach kein vernünftiges Drehbuch gewesen, ja, wenn das erfordert, dass die Charaktere einfach sich wie Vollidioten verhalten. Und das ist in fast jedem Film so. Es gibt ganz wenig Filme, wo die Charaktere einfach mal clever sind, wo man sagt, Mensch, das ist aber mal clever gewesen jetzt. Also sie ist natürlich eiskalt, ja, damit das Drama auch richtig hochgefahren wird. Und er fängt dann an zu grimassieren. Er kriegt dann keinen geraden Ton mehr raus und stammelt darum und verhält sich wieder halt wie sein 14-jähriges Ich, so ungefähr. Also absolute Gänsehautszene und nicht die gute Gänsehaut. Die meisten Leute sitzen halt im Kino, sind selbst programmiert und sagen, Mensch, ja, so muss es doch eigentlich sein. Und ja, ist ja doch ganz schön. Und erkennen gar nicht, dass er sich da wirklich komplett zum Affen macht und komplett die Hosen runterlässt vor der Tür. Da geht's los. Und dann sagt er, kann man nicht die Tür zumachen. Das heißt, er ist wieder 14, er kann es ihr nicht ins Gesicht sagen, was er sagen will, sondern muss es durch die Tür sagen. Ja, und dann steht er wirklich draußen im Hausflur vor der Tür und sie hört sich das auch noch an und schüttet da sein Herz aus. Und ja, man kann ja einer Frau sein Herz ausschütten, aber geh einfach rein und sag ihr, Schätzlein, so sieht's aus und ich liebe dich und was es dann halt auch immer ist. Ja, bist ja keine 14 mehr. Aber das wird halt dann immer in der Matrix als süß angesehen, als Mensch, so muss es eigentlich sein. Aber verhalte dich mal so. Mach mal das, was er hier macht. Guckt euch die Szene mal an im Originalfilm. Ja, verhalte dich mal so bei einer Frau, ja, von dem Kaliber Eva Mendes. Und guck, was passiert. Ob es funktioniert oder nicht. Dreimal dürft ihr raten.
Ja, dann macht sie irgendwann die Tür auf, ist immer noch eiskalt und dann kommt Schnullibacke um die Ecke. Ja, Schnullibacke ist 2,40 Meter groß und 120 Kilo schwer und da stimmt einfach alles natürlich. Und damit die Dramaschlussszene existieren kann, erklärt sie natürlich nicht, wer das ist. Ja, also es wird dann davon ausgegangen, dass er halt der neue Freund ist. So nach dem Motto, ja, Pech gehabt. Und in Wirklichkeit ist er halt der Freund von der Schwester oder der Mann von der Schwester. Aber sie erklärt das ja nicht, sondern lässt es so offen, dass man halt denkt, oh Gott, jetzt hat sie einen neuen Freund. Wie gesagt, wenn das Drehbuch erfordert, dass die Leute sich irrational verhalten und dämlich verhalten, dann ist es kein vernünftiges Drehbuch. Also die beiden gehen dann raus und er rennt dann hinterher und da geht's schon stalkermäßig los. Ja, sie will einfach nur weg und er rennt dann hinterher und dann kommt das große Drama-Finale. Und jetzt, ja, das Grande Finale, jetzt geht das große Drama so richtig los. Und zwar haben sie wieder die gleiche Autoszene wie früher. Er erzählt ihr einen vom Pferd, sie bleibt eiskalt, sie steigt ein und dann guckt er wieder wie früher in der sinnvollen Rückblende vom Anfang, guckt er wieder durchs Fenster. Wer er ist, wird immer noch nicht erklärt. Es wird immer noch davon ausgegangen, dass er der neue Freund ist, was Bullshit ist. Und dann, ihr seht es schon, ja, ich habe das ganze Video lang drauf gefiebert, dass endlich das Gerenne am Flughafen kommt. Und da ist es endlich. Ja. Und die Frau, die geht anscheinend stundenlang über die Straße, weil die ist, wo ist sie denn? Da war sie schon rüber über die Straße. Hier hat sie das Straßenende schon fast erreicht. Hier ist sie noch in der Mitte der Straße und hier, ja, hier fängt sie gerade an. Das heißt, sie geht darüber, ist dann auf dem Bordstein. Und hier geht sie nochmal rüber, wenn das denn dieselbe Frau ist. Aber ich behaupte, das ist dieselbe Frau. Also Filmfehler. So, zurück zum Matrix-Drama-Käse. Und zwar, er rennt dann dem fahrenden Auto hinterher. Und das ist ja schon, also ich finde, das ist nicht Drama genug. Es müsste noch ein bisschen mehr Drama sein. Ich finde, das ist ein bisschen zu unromantisch, ein bisschen zu kaltherzig, ein bisschen zu rational. Ja, von daher, spring doch einfach aufs Schiebedach. Springt er aufs Auto und quatscht durchs Schiebedach mit ihr. Ja, muss ich dem Film zugutehalten, dass das Schiebedach hier schon offen war. Das heißt, normalerweise ist dann hier das Schiebedach oft zu und er springt drauf und auf einmal ist es dann doch offen. Naja, was macht sie? Sie bremst. Er fliegt vorne runter. Ach, und dann tut sie auf einmal doch leid und dann liegt er da natürlich genau parallel zum Auto auf der Straße. Ihr tut's leid und jetzt kommt das absolute Megadrama und zwar kommt die große Schlussrede von ihm und dann ist es auf einmal ein Rosamunde-Pilcher-Film, dann ist es auf einmal nicht mehr Hitch oder irgendwas, sondern wirklich die absolute Schnulze. Oder ein Nicholas Sparks-Roman ist es auf einmal. Und zwar, ja, die Rehaugen. Ja, und zwar, jetzt muss ich vorlesen und ich kriege das kaum vorgelesen, ohne dass es mir schlecht wird wahrscheinlich. Also Leute, Kotztüten bitte bereithalten, ich lese vor. Er sagt dann irgendwie bla 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 und dann, weil Menschen genau das tun. Sie springen und beten zu Gott, dass sie fliegen können, weil sie nämlich sonst einfach fallen wie ein Stein und sich den ganzen Weg nach unten fragen, wieso zum Teufel bin ich gesprungen? Also hier bin ich Sarah und falle. Und es gibt nur einen Menschen und da, als er Falle sagt, brandet die Musik so ein bisschen auf, dass die Leute im Kino noch mehr heulen, ja, und den Käse noch mehr glauben. Also hier bin ich Sarah und falle. Und es gibt nur einen Menschen, der mir das Gefühl gibt, dass ich fliegen kann, und zwar du. What does that mean? Nothing. It means nothing. Ja, sagt Kevin Schmitzmeier 1993 im Poesiealbum neben dem Spruch, neben dem Lebensmotto Lebe fröhlich, lebe froh wie der Mops im Haferstroh. Ich glaube, es hackt. Also diese Schlussszene ist wirklich ein Ausbund an Frechheit, vor allem, weil der Film vorher, wie gesagt, teilweise einigermaßen vernünftig ist. Aber gut, so funktioniert eben die Matrix. Ne? Ja, und dann sagt sie, ach, okay, jetzt wo hier gerannt wurde und gesprungen wurde und gefallen wurde und gesäuselt wurde, jetzt liebe ich ihn natürlich trotzdem. Ja, und er hat ja so schön vorgelesen aus dem Poesiealbum. Ja, und dann küssen sie sich. Und das ist die Schwester von ihr. Ja, finde ich, haben sie ganz gut ausgewählt. Ganz, ganz... wirkt nett. Und der Schnulli, ja, dann wird halt klar, okay, das ist nur der Freund von der Schwester oder der Mann von der Schwester. Und dann kommt die Schlussszene und das ist so eine Tanzszene, wo sie so ein bisschen albern rumtanzen. Weiß ich nicht, ob ich da ein Riesenfan von bin. Tanzszenen finde ich generell, oder Gesangsszenen finde ich generell oft schwierig in Filmen, weil das so künstlich kreiert ist, was auch nie in der Realität so passieren würde. Aber gut, da sind sie halt auf der Hochzeit von Kevin James hier mit der
mit der Millionenerbin. Und das ist der Klient vom Anfang, ja, mit dem fließenden Ich, der dann seine Lady auch bekommen hat. Naja, und dann tanzen sie hier so ein bisschen rum. Und was in dem Film wohl so war, ist, dass der Will Smith sich die Hauptdarstellerin aussuchen konnte. Und dann hatte sich die Eva Mendes ausgesucht. Eigentlich war das im Skript so, dass die Hauptdarstellerin weiß sein sollte. Cameron Diaz war zum Beispiel im Gespräch. Es war dann auch Jennifer Lopez wohl im Gespräch, aber hauptsächlich erstmal wohl Cameron Diaz. Und die sieht ja eher so aus wie sie. Und dann hatte entweder er selbst oder die Produktionsfirma oder wer auch immer, hatte aber Bedenken, oh Gott, interracial Couple, das heißt schwarzer Typ, weiße Frau, oh, das sehen die Zuschauer nicht immer so gern, ja, auf dem Bildschirm. Dabei muss man bedenken, der Film ist von 1972, da war das halt noch ein bisschen anders. Ach nee, Moment, 2005. Naja gut, egal. Auf jeden Fall, ganz schwarz wollte er auch nicht haben, weil dann die Weißen sauer gewesen wären. Nach dem Motto, ach, nur Schwarze, ist ja rassistisch. Und deshalb haben sie halt Eva Mendes genommen, weil die so ein Mischling ist. Ja, die ist, ja, aus, ich weiß nicht, ob die Spanierin oder Mexikanerin ursprünglich ist. Wahrscheinlich Spanierin, sonst hätten sie es mit dem Butcher of Cadiz wahrscheinlich nicht so in den Film mit reingenommen. Also spanische Vorfahren zumindest. Und das war auch eine ganz gute Wahl, weil die beiden im Film meines Erachtens echt eine ziemlich gute Chemie haben. Ja, und da wird noch ein bisschen rumgetanzt. Ja, wie gesagt, ist für mich teilweise schwierig, so Tanzszenen. Vor allem sowas dann hier. Aber gut, so ist es eben. Ja, trotzdem ganz gute Schlussszene, so gute Laune Schlussszene zumindest. Und das hier, finde ich, ist ja auch ein ganz nettes Schlussbild. Ich persönlich bin durchaus Fan von einem Happy End, weil, ja, wenn ich schon mal einen Film gucke, meistens gefällt es mir dann besser, wenn auch ein Happy End da ist. Weil ich ja weiß, dass es sowieso keine absolute Realität ist. Also wieso nicht einfach ein Happy End? Also da kann ich die Matrix ganz gut vertragen dann, weil ich ja weiß, dass es auch zum gewissen Teil Berieselung ist. Aber klar, bei manchen Filmen passt es halt besser, wie bei Inception zum Beispiel, dass dann das offene Ende ist. Wobei ich da dazu sagen muss, diese ganzen offenen Enden, das ist ja jetzt, es gibt ja kaum noch einen Film mit einem wirklichen Ende, sondern es hört ja mal mittendrin auf und der Zuschauer muss dann seine Fantasie walten lassen und den ganzen Rest zu Ende denken oder für sich überlegen, was das jetzt bedeuten soll und so weiter. Ja, finde ich auch ganz in Ordnung, aber es gibt ja auch offene Enden, wo es trotzdem einen Abschluss gibt, wie bei Fight Club zum Beispiel. Das ist ja auch ein halb offenes Ende, aber es gibt ja trotzdem mehr oder weniger einen Abschluss. Das gefällt mir dann wesentlich besser als ein völlig offenes Ende, wo ich praktisch sage, ja, war das jetzt ein Traum oder war das alles real oder was ist überhaupt passiert in den letzten 2 Stunden? Aber gut, gerade in so einer romantischen Komödie gibt es halt meistens ein Happy End. Und die Location hier, das ist Long Island, New York. Und das ist auch schon in Hitchcocks Der unsichtbare Dritte mit Cary Grant vorgekommen, die Location. Und auch zum Beispiel in Eiskalte Engel und auch in Wolf von keine Ahnung, 1994, glaube ich, mit Jack Nicholson und der fantastischen Michelle Pfeiffer. Ja, das zum nutzlosen Wissen nochmal zum Ende. Ja, das war es insgesamt halt. Ja, ganz guter Film, aber gefährlicher Film auch. Eine gefährliche Filmszene, die einiges an Programmierung bewirken können, wenn man es zu ernst nimmt. Ja? Und selbst wenn man es nur nebenbei guckt, es geht halt unweigerlich ins Unterbewusstsein rein. Ja? Fernsehen und Medien sind Realitätsverstärker, Realitätsbilder, Realitätskreierer und vor allem Realitätsversauer. Ja? Deshalb, wie Eckhart Tolle unter anderem sagt und auch andere Spirituelle, und ich sehe das genauso, dass das Falsche als falsch erkannt werden muss erstmal, um Veränderungen zu bewirken. Das heißt, die Programmierung muss als Programmierung erstmal erkannt werden. Und wenn du das klar hast, dann kannst du eher auf der Basis ein eigenes neues Ich kreieren, abseits von der eigenen Programmierung, und die so ein bisschen hinter dir lassen. Ja, denn das ist der Schlüssel zur Freiheit, dass du die eigene Programmierung erkennst und die dann hinter dir lässt. Und die eigene Programmierung hat eben viel zu tun mit Medieneinflüssen. Umfeld, Familie, Job, Kollegen, Freunde und zum Großteil eben Bilder aus Medien. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne mal unten kommentieren, wenn ihr den Film nochmal geguckt habt oder generell, wenn ihr den Film kennt, ob ihr es genauso seht, was ihr anders seht, welche Szenen ihr gut und schlecht fandet und ja, wie ihr das ganze Thema seht und wie auch die Programmierung auf euch Einfluss hat. Ja, vielleicht gerne mal ein bisschen rumdiskutieren, würde mich interessieren. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original.